begrüße erstmal alle ganz recht herzlich und ich freue mich sehr, dass hier so viele Leute hergekommen sind, die sich offensichtlich für die Kombination von Marx und Roboter interessieren. Ich möchte ganz kurz ein paar kleine organisatorische Punkte vorwegschicken. Zunächst möchte ich kurz sagen, dass wir hier eine Kooperation haben, also es ist eine Kooperationsveranstaltung, und zwar gemeinsam mit der Zeitschrift OXI, Wirtschaft anders denken. Das ist eine Monatszeitschrift, da liegen auch welche aus zum kostenlos Mitnehmen nachher. Ich habe gesehen, eine hat auch den Schwerpunkt Technik, die da ausliegt. Dann macht hier noch mit das Münzenberg-Forum, natürlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Karl-Dietz-Verlag. Und da kann ich mich auch gleich mal vorstellen. Ich bin die Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags und ich bin auch eine der beiden Herausgeberinnen von diesem schönen bunten Buch hier, Marx und die Roboter, was auch der Anlass dieser Veranstaltung ist. Und mein Co-Herausgeber Florian Butollo sitzt neben mir, da sage ich auch nachher noch mal was dazu. Das heißt, es ist eine breite Kooperationsveranstaltung, alle Kooperationspartner sitzen hier im Haus, es ist sozusagen eine Hausveranstaltung. Eine Sache, die mir sehr leid tut, die ich jetzt auch gleich ankündigen muss, ist, dass eine unserer Referentinnen, Sabine Pfeiffer, leider aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat und nicht kommen konnte. Wir haben diese Veranstaltung auch ein bisschen deshalb so spät jetzt angefangen, weil sie aus Erlangen gekommen wäre und es sonst nicht geschafft hätte früher. Und jetzt ist es leider so, dass sie nicht hier teilnehmen kann. Wir versuchen jetzt ein bisschen zu improvisieren, weil wir natürlich ihre Rolle mit vorbereitet hatten mit den entsprechenden, mit der Choreografie des Abends. Und deshalb bitte ich um Nachsicht, wenn wir da jetzt hier manchmal ein bisschen, weil wir mussten das heute im Laufe des Tages umschmeißen und kamen jetzt gerade erst dazu, nochmal uns zu besprechen und das anzupassen, was wir vorhatten ursprünglich. Okay, ich freue mich trotzdem vorstellen zu können, unsere beiden Gäste. Ich fange mal an mit Tobias. Tobias Kempf ist Wissenschaftler am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, ISF abgekürzt, in München. Also er ist aus München gekommen heute. Und ist auch, wie ich jetzt gerade erfahren habe, jetzt schon hat jetzt schon eine Vertretungsprofessur für Soziologie der digitalen Transformation in Bochum. Genau, wir kommen später noch mal kurz drauf, was Tobias genau da macht. Vorstellen möchte ich auch meinen Co-Herausgeber Florian Butollo. Er ist nicht nur Herausgeber des Buches, sondern hat dort auch einen Beitrag geschrieben, ist also in Personalunion auch Autor. Und Florian ist der Leiter der Forschungsgruppe Arbeit in hochautomatisierten digital-hybriden Prozessen, da erfahren wir nachher auch noch ein bisschen was dazu, am Weizenbaum-Institut hier in Berlin. Und er ist auch Sachverständiger in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz beim Bundestag. Also das heißt, wir haben hier zwei Experten sitzen. Genau. Ich möchte kurz was zum Thema des Abends sagen. Wir haben das ja angekündigt mit Marx und die Roboter. Es gibt in aller Munde derzeit, in den Medien oder in den wissenschaftlichen Publikationen, derzeit sehr viel Rede von Robotern, von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz. Und tatsächlich verändert sich derzeit und auch schon seit einiger Zeit mit diesen neuen Technologien in allen Feldern gleichzeitig sehr viel, um es jetzt mal so allgemein zu sagen. Also mit Roboter, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung haben wir nur so die Catchwords jetzt benannt. Darunter finden sich dann ganz, ganz viele verschiedene konkrete Ausformungen dieser Veränderung, angefangen davon, dass wir jetzt Online-Shopping machen, bis hin zu, dass wir Roboter in der Produktion einsetzen können, dass wir Überwachungstechnologien haben und, und. Das muss ich jetzt alles nicht hier aufzählen, das wird auch nochmal Thema werden. Es gibt aber rund um diese Entwicklung natürlich Diskurse und Menschen analysieren, beobachten und ziehen Schlussfolgerungen und diese diskursive Ebene dessen war unter anderem auch ein Anlass, warum wir gesagt haben, also so richtig gut gefällt uns das alles nicht, wie das beobachtet wird, wir machen da jetzt mal ein Buch und gucken mal, was uns denn der Marx dazu sagen würde. Das war so ein bisschen die Initiative oder der Auslöser. Es gibt unter diesen Diskursen, die auch nachher in der Diskussion immer wieder Thema sein werden, Befürchtungen einer technologischen Massenarbeitslosigkeit. Es gibt Befürchtungen, dass wir es mit einer allgemeinen Lohnsenkung zu tun haben werden.
Es gibt Utopien, es gibt Dystopien und es gibt eben speziell im linksliberalen, sich vielleicht eher an Marx orientierenden Debatten gibt es oder haben wir so rauskristallisiert zwei Muster, die sich so ein bisschen konträr gegenüberstehen. Das eine, also die eine Position sagt, es handelt sich bei diesen Entwicklungen um einen wirklichen Bruch. Es verändert sich etwas, was qualitativ was Neues ist. Und es gibt die andere Position, die sagt, das ist eher eine Kontinuität und der Wandel findet innerhalb einer Kontinuität statt. Also Bruch und Kontinuität sind so ein bisschen die beiden Pole. Wie genau und so weiter werden wir dann heute Abend erfahren. Bevor ich jetzt in die Diskussion gehe mit Tobias und mit Florian, möchte ich Tobias bitten, weil, um das auch nochmal transparent zu machen, Tobias Kempf ist derjenige, der nicht zu diesem Buch beigetragen hat. Das war eigentlich jetzt gar nicht so kritisch, wie es sich anhört. Der aber dadurch natürlich besonders prädestiniert ist, eine kritische Würdigung zu liefern zu diesem Buch. Und wir würden das auch, also Tobias wird euch jetzt was zu diesem Buch oder Ihnen etwas zu diesem Buch erzählen. Und wir würden das auch gleich als eine kleine Einführung ins Thema verstehen und würden danach Tobias' Einführung über die Würdigung, die kritische Würdigung dieses Buches, einen Kommentar von Florian dazu hören. Und dann gehen wir in die Diskussion auf dem Podium, erstmal untereinander, wo ich dann auch noch mal ein paar Nachfragen stelle. Und danach öffnen wir für eine allgemeine gemeinsame Debatte. Ja, dann hast du das Wort. Vielen Dank, Sabine. Vielleicht steige ich noch mal mit zwei, drei Sätzen zu mir ein, nachdem ich in dem Buch nicht vorkomme. Ich bin Arbeitssoziologe und als Arbeitssoziologe ist so ein Stück weit mein Credo, wer Gesellschaft verstehen will, muss Arbeit verstehen. Und was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ich bin eigentlich kein so ein Digital Native und gar nicht so affin zu diesen neuen digitalen Technologien, ich habe aber in den letzten Jahren wirklich gelernt, in viel empirischer Forschung, wer Arbeit verstehen will, muss heute Digitalisierung verstehen. Und deswegen habe ich vor knapp fast 15 Jahren begonnen, mich sehr intensiv mit dieser ganzen Frage der Digitalisierung zu beschäftigen und nicht zuletzt auch mehrere Forschungsreisen in Silicon Valley haben bei mir durch sozusagen die Überzeugung reifen lassen, dass wir hier wirklich vor einem grundlegenden Umbruch stehen, dass wir sowas wie vor einer neuen Phase im Kapitalismus stehen. Es entstehen ganz neue Unternehmen, die datengetriebene Geschäftsmodelle in die Welt bringen und sich damit versuchen, reife industrielle Märkte disruptiv zu verändern und wirklich an die Spitze der Wertschöpfungsketten zu klettern. Ich habe zum Einstieg auch für dieses Buch auch nochmal, um das entsprechend zu würdigen, einfach nochmal drei Beispiele mitgemacht, die vielleicht nochmal illustrieren, was die Qualität und auch die Facetten dieses Umbruchs eigentlich sind. Mein erstes Beispiel geht in die Richtung, dass wenn wir uns heute anschauen, wer die wertvollsten Unternehmen auf der Welt sind, dann stellen wir fest, dass 6 der 7 wertvollsten Unternehmen tatsächlich genau diese neuen Tech-Unternehmen sind. Wir sprechen dann von Apple, von Google, von Amazon, von Facebook, von Microsoft und von Alibaba aus Asien. Das sind alles Unternehmen, also die machen quasi die Top 6 der 7 wichtigsten Unternehmen unter sich oder der wertvollsten Unternehmen, nicht der wichtigsten, unter sich aus. Und das sind alles Unternehmen, die sind jetzt gar nicht so sehr mit Robotern oder mit Automatisierung groß geworden, sondern das sind alles Unternehmen, die mit dem Thema Internet und mit einer neuen Idee, wie man dieses Internet verwerten kann, groß geworden sind und sozusagen an die Spitze der kapitalistischen Wirtschaft in den letzten Jahren gestürmt sind. Das zweite Beispiel, das ich mitbringen möchte, ist der Umbruch in der deutschen Automobilindustrie, den wir derzeit erleben. Ich meine, wer hätte vor 4 Jahren gedacht, dass sich die deutsche Automobilindustrie vor amerikanischen Unternehmen fürchten muss, und zwar nicht vor amerikanischen Autobauern, sondern vor Unternehmen wie Google oder Apple. Da hätte man, wäre man in Stuttgart oder in Wolfsburg vor 4, 5 Jahren verlacht worden. Heute schaut die Situation ein Stück weit anders aus und der Hintergrund ist ja nicht der, dass Google, Apple auf einmal besser Blech biegen können, bessere Fabrikautomatisierung können. Nein, der Unterschied ist,
Google, Apple können besser mit Daten umgehen. Und selbst in so einem reifen Markt wie der Automobilindustrie wird das zum entscheidenden Merkmal, um an die Spitze der Wertschöpfungsketten zu kommen. Das dritte Beispiel ist nochmal ein Stück weit anders, stammt direkt aus der Empirie. Es geht um den IT-Dienstleister von einem großen deutschen Konzern. Ein Konzern, der sehr bürokratisch aufgestellt ist und wirklich nicht verdächtig ist für arbeitspolitische Experimente. Und dieser IT-Dienstleister hat vor knapp 4 Jahren festgestellt, dass er mit dieser enormen Innovationsgeschwindigkeit überhaupt nicht mehr mitkommt und hat sozusagen mit dem Rücken an der Wand stehend eine grundlegende Transformation, so nennt es, der eigenen Organisation durchgeführt. Die haben begonnen, ihre ganzen bürokratischen Prozesse einzustampfen, haben einen Großteil ihrer Führungsmannschaft tatsächlich aufgelöst. Heute arbeiten die Teams oder die Beschäftigten in agilen Teams und fangen jetzt an, sich sogar ihre Führungskräfte selbst zu wählen. Ich glaube, ich muss hier nicht erwähnen, dass das Ganze natürlich mit Widersprüchen behaftet ist, aber trotzdem zeigen diese Beispiele schon nochmal auch die vielen Facetten, die dieser Wandel in der Praxis hat. Ich finde daran 2 Sachen spannend. Auf der einen Seite wird natürlich deutlich, dass mit diesem Umbruch ganz neue Möglichkeiten, Chancen ist vielleicht der falsche Begriff, für Verwertung, Herrschaft entstehen. Auf der anderen Seite sind aber mit diesem Produktivkraftsprung, wie wir sagen, auch emanzipative Potenziale verbunden. Nämlich zum Beispiel dann, wenn diese alten bürokratischen Prozesse auf einmal in Bewegung kommen. Ich habe den Eindruck, dass die kritische Wissenschaft, aber auch die gesellschaftspolitische Linke, sich lange kaum mit der Digitalisierung und mit diesen Veränderungen beschäftigt hat. Und wenn sie sich damit beschäftigt hat, dann würde ich mal so sagen, hat sie das ganze Thema mit sehr spitzen Fingern angepackt. Das finde ich ist eigentlich erstaunlich, weil Marx selbst hat ja quasi betont, dass der Kapitalismus sich durch die fortwährende Umwälzung der Produktion und der Produktionsprozesse auszeichnet. Und Marx war ja, habe ich nicht zuletzt auch in dem Buch hier gelernt, ja eigentlich auch auf seine Art und Weise ein sehr neugieriger Empiriker, der sehr genau nachgezeichnet hat, wie sich Arbeit mit dem Aufstieg der großen Industrie verändert. Ich habe aber das Gefühl, in der linken Debatte ist diese Neugier in den vielen Jahren so ein Stück weit verschütt gegangen und immer wenn es um Digitalisierung ging, hatte ich in den Debatten das Gefühl, es geht eigentlich immer nur darum zu beweisen, Kapitalismus bleibt Kapitalismus und aber die Neugier, die Sensibilität, wie sich innerhalb des Kapitalismus Produktionsprozesse, Arbeitsprozesse, Verwertungsprozesse verändern, ist ein Stück weit verloren gegangen. Damit komme ich zu diesem Buch, weil ich habe das Gefühl, momentan verändert sich das. Auch die kritische Wissenschaft beginnt sich mit diesem Thema Digitalisierung zu beschäftigen und nicht nur im Klein-Klein, wie das die Arbeitssoziologie macht, sondern man stellt jetzt auch wieder die großen Fragen, was ich sehr gut finde. Digitalisierung, Kapitalismus, gibt es einen digitalen Kapitalismus, gibt es einen Datenkapitalismus, whatever. Und das finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und genau dieses Buch ist für mich genau Ausdruck dieser Entwicklung, ist glaube ich genau zum richtigen Zeit, vielleicht auch am richtigen Ort erschienen. Es hat mich total gefreut, weil ich hoffe, dass das Buch ein Stück weit ein Kristallisationspunkt und ein Ausgangspunkt von einer neuen Debatte wird, was Digitalisierung für die Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften bedeutet. Insgesamt sind in dem Buch 18 Beiträge. Keine Angst, ich kann und werde jetzt auch nicht auf alle diese 18 Beiträge eingehen. Aber ich habe nochmal vielleicht 4 grundlegende Punkte mir notiert, was mir an dem Buch so gut gefallen hat. Der erste Punkt, was ich total spannend finde, in dem Buch gelingt es, Theorie und Empirie zu verknüpfen. Auf der einen Seite sind in dem Buch total spannende theoretische Beiträge, die zum Beispiel nochmal zeigen,
wie der Marx'sche Begriffsapparat eigentlich ist und wie man den auf das Thema Digitalisierung anwenden kann. Fand ich total spannend und lesenswert. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch empirische Beiträge, die wirklich genau mit dieser Neugier an diese Veränderungen rangehen und zeigen, wie sich Arbeit ganz konkret verändert. Besonders gut ist es natürlich, wenn in einem Artikel Theorie und Empirie zusammenkommen. Ich denke da an den Aufsatz von Florian oder auch von der Sabine. Das fand ich total spannend und total lehrreich zu lesen. Und auch den Artikel von Timo Daum zur künstlichen Intelligenz fand ich total lesenswert und für mich einer der spannendsten Artikel zum Thema KI, was ich so in der letzten Zeit gelesen habe. Diese Verbindung von Theorie und Empirie fand ich total spannend. Was ich zum Zweiten super fand, ist, es ist gelungen, die Brücken zwischen alt und neu zu bauen, ein Stück weit. Die ganze Debatte um Digitalisierung, die fängt ja jetzt nicht bei Null an, sondern die kann ja auf viele verschiedene Ansätze aufsetzen, die in der Vergangenheit schon entwickelt worden sind. Ich habe gestern ist mir erst mittlerweile über 20 Jahre alter Bericht von Michael Schwemmle und Andreas Böse in den Händen gefallen zur Informationsgesellschaft 1998. Und da habe ich gedacht, oh, das sollte ich vielleicht auch mal wieder zur Kenntnis nehmen. Da sind schon viele Debatten geführt worden. Und ich finde an dem Buch toll, dass es viele dieser Debatten auch noch mal lebendig macht und nutzbar macht für eine neue Generation. Und ganz besonders möchte ich da auch den Beitrag von der Frike Haug zur Projektgruppe Automation und Qualifikation hervorheben. Total spannend. Der dritte Punkt, der mir ganz gut gefallen hat, ist diese ganzheitliche Perspektive, die das Buch einnimmt. Weil in der deutschen Debatte hat man oft den Eindruck, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir eigentlich nur um Technik und um Automatisierung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, beim Titel Marx und die Roboter habe ich so ein bisschen befürchtet, dass es da möglicherweise einen leichten Bias sozusagen in diese Richtung gibt, das ganze Thema nur auf Automatisierung zu reduzieren. Ich habe aber wirklich viele spannende Beiträge gefunden, die darüber hinausgehen, die nochmal zeigen, dass Digitalisierung auch bedeutet, dass neue Geschäftsmodelle entstehen, dass sich zum Beispiel die Arbeit von Softwareentwicklern verändert. Stichwort agile Entwicklung, spannender Beitrag drin. Oder dass sogar die Landwirtschaft, eine der Branchen tatsächlich, die am meisten von Digitalisierung betroffen ist, kommt vor. Das fand ich super. Vierter Punkt, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, was sich durch dieses Buch durchzieht, ist, dass klar wird, dass Digitalisierung nicht so eine Naturgewalt ist, die jetzt quasi einfach über uns niederbricht und wir uns ihr einfach unterwerfen müssen oder zu Maschinenstürmern werden müssen, sondern was in dem Buch immer wieder durch alle Artikel eigentlich durchscheint, ist, Digitalisierung ist ein gesellschaftlicher Prozess, der nicht losgelöst von der Gesellschaft passiert, sondern eigentlich in einem Spannungsfeld immer aus Produktivkräften und Produktionsverhältnissen stattfindet. Das hat mir total gut gefallen, weil dadurch wird zum einen klar, es geht nicht um Menschen gegen Maschinen, sondern die Art und Weise, was Digitalisierung was sein wird, wird von ganz anderen Themen bestimmt. Da geht es um sozusagen die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit. Da geht es um ganz schnöde Verwertungszwänge. Und vor allem, das glaube ich, ist ganz wichtig, da geht es auch um den Wettbewerb zwischen alten und neuen Unternehmen, die da entstehen. Und warum ich diesen gesellschaftlichen Charakter von Digitalisierung last but not least so wichtig finde, ist, erst wenn man versteht, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist, wird das Ganze auch gestaltbar. Das heißt, es ist nicht einfach eine determinierte Entwicklung, sondern wir können das gestalten. Und auch da habe ich in dem Buch spannende Ansätze gefunden. Da fand ich den kommt zwar spät, aber es kommt. Da fand ich den Beitrag von Simon Schaub und Georg Jochum total spannend, die nochmal zeigen, dass Digitalisierung auch genutzt werden kann, um ganz neue gesellschaftliche Steuerungsformen jenseits der Marktlogik implementieren zu können. Fand ich total lesenswert. Natürlich bin ich nicht mit allen Thesen einverstanden in dem Buch, aber ich denke, das Buch soll auch vor allem ja einen Beitrag und einen Start von einer Debatte sein und ich hoffe, dass wir jetzt diesen Abend nützen,
um genau mit so einer Debatte anzufangen. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass hier im Raum, habe ich jetzt gesehen, auch 3 Autorinnen und Autoren dieses Buchs da sind. Können wir alle die Hände heben? Timo Daum auf jeden Fall, der gerade. Dann habe ich irgendwo Phoebe gesehen, ganz da hinten, genau. Phoebe hat so agile Arbeit geschrieben, Timo Daum zu dieser künstlichen Intelligenz-Thematik, was Tobias gesagt hat. Und irgendwo habe ich auch Christine gesehen. Christine Gerber, die zu Crowdwork geschrieben hat, genau, also die Autorinnen sind auch hier im Raum, manche, und können auch nochmal angesprochen werden. Bevor ich jetzt an Florian zur Ergänzung, Kommentierung weitergebe, würde ich jetzt doch nochmal ganz kurz nachfragen wollen, wozu forschst du eigentlich und was ist die Frage, ohne das Ergebnis gleich schon vorwegzunehmen? Wozu forsche ich? Was mich interessiert ist, wohin entwickelt sich Arbeit mit der Digitalisierung? Und vor allem, was bedeutet das für die Beschäftigten? Das ist das, was mich bewegt. Und unterwegs bin ich vor allem nicht in der klassischen Produktion, in der Fertigung, sondern das, was man indirekte Bereiche nennt, vor allem im Bürobereich und hochqualifizierte Tätigkeiten wie Softwareentwicklung oder die Arbeit von Ingenieuren. Damit beschäftige ich mich schwerpunktmäßig. Und Florian, das würde ich jetzt bei dir gleich zusammenpacken, dass du erstmal sagst, wozu du forschst und was deine Fragestellung ist und dann im Anschluss gleich kommentierst. Ja, der Projektname Arbeiten in hochautomatisierten Prozessen, man kann es digital hybrid auch wahlweise weglassen, sagt es aus. Wir beschäftigen uns mit neuen Ansätzen von Automatisierung und untersuchen empirisch, wie sich das auf Arbeit in verschiedensten Bereichen auswirkt, also in klassischen Metallarbeitsberufen, aber auch in der Logistik. Wir haben auch ein Projekt zu Content Moderation in sozialen Netzwerken und viele andere Felder, die wir untersuchen. Ich persönlich beschäftige mich einerseits mit Automatisierungskonzepten, empirisch, und andererseits vor allen Dingen mit der Rolle von Industrial Internet Plattformen. Das sind sozusagen die neuen Plattformen im industriellen Bereich, die im Kommen sind. Und schaue mir es auch an, eben mit im Hinblick auf das Thema, das ich im Buch auch behandle, inwieweit ändern sich jetzt eigentlich die Geografie der Wertschöpfung und kommt es zu ganz anderen globalen Verteilungen eigentlich von Arbeit, aber auch von Gewinnen in dieser Ökonomie. Okay, alles klar. Vielen Dank, Tobi, für die Kommentare. Freut mich riesig, dass dir gefallen hat. Ich wollte am Anfang meine Perspektive auf die große Frage eigentlich des Bruchs und der Kontinuität darlegen. Ich spreche übrigens nicht für das Buch oder für die Autorinnen und Autoren des Buchs. Wie Sie gehört haben, ist das sehr vielschichtig, sondern eine Perspektive, mit der ich darauf schaue, weil ich glaube, dass es politisch unglaublich wichtig ist, darüber Klarheit zu gewinnen. Weil natürlich ist die Frage nicht Kontinuität oder Bruch. Ne? Wenn man sie so einfach stellt und sich entweder auf die Seite der Kontinuität stellt oder auf die Seite des Bruchs, dann ist man auf dem falschen Dampfer. Tobias hat 3 Felder erwähnt, wo sich unglaublich viel tut. Wir haben rein technologisch eine unglaubliche Entwicklung digitaler Technologien, die sich auch sehr schnell in der Gesellschaft und auch in der Ökonomie verbreiten. Wir haben neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also wäre albern, davon zu reden, dass sich nichts ändert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen riesigen ideologischen Überschuss da drin. Angefangen von der Debatte über Industrie 4.0, die eben postuliert, wir haben jetzt eine industrielle Revolution aufgrund von Schlüsseltechnologien, also die Technologie macht die industrielle Revolution, und verschiedenen anderen Prognosen, die einfach suggerieren, jetzt wird alles neu und eigentlich kann man überhaupt nicht mehr sagen, wie es in der Zukunft wird. Der politische Diskurs verschiebt sich auf dem Rätselraten in der Zukunft und verschiebt sich insbesondere weg von dem Diskurs, den wir nach der Finanzkrise hatten, nämlich, dass es im Kapitalismus ein grundsätzliches Problem gibt, dass Wachstumsreserven erschöpft sind, dass das Ganze eine zerstörerische Dynamik hat. Es wird sozusagen sehr viel versprochen davon, wie die Gesellschaft durch die Technik besser wird. Und wie verhält man sich jetzt dazu? Da hat man sozusagen, repräsentieren wir, glaube ich, zwei Varianten, wie man damit umgeht. Ich repräsentiere sozusagen die Position des Mythenjägers, der sich sehr stark abarbeitet an dem Begriff Industrie 4.0, der hinterfragt, inwieweit die Revolution tatsächlich stattfindet, wo die Disruption ist. Das Risiko ist natürlich, dass man die Kontinuitäten findet und dabei ganz viel übersieht, was sich doch verändert. Also sozusagen, ich sage mal, in der gesellschaftskritischen Linken gibt es, du hattest das ja auch erwähnt, auch eine Haltung, die sagt, naja, so wild ist das alles gar nicht, ja, das hatten wir schon mal, die Debatte um Automatisierung ist uralt, wir müssen sie nicht nochmal führen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen das eine Risiko.
Wenn man sich darauf konzentriert, was neu ist, dann hat man natürlich das Risiko, dass man letztendlich die Widersprüche darin sozusagen nicht zu stark wahrnimmt, sage ich mal, ja, oder sich sehr stark auf bestimmte Aspekte konzentriert und vor allen Dingen ja, man ein bisschen ratlos bleibt, wie man sich jetzt zu dieser offiziellen Erzählung verhält. Also was ist unterschiedlich an dem Diskurs, wie er im Silicon Valley geführt wird und wie er sozusagen dann in der Analyse repräsentiert wird. Und mit dem Dilemma muss man umgehen. Deswegen auch das Buch. Ich finde es total sympathisch, dass du sagst, dass der Kristallisationspunkt der Debatte für mich ist ein Anfang. Und für mich machen wir hier weiter und wir schauen, wo wir hinkommen. Und ich glaube auch, wie weit sich unsere Perspektiven dann doch irgendwo treffen. Warum ich skeptisch bin, fängt erstmal an, beziehungsweise ich fange so rum an, was kann man mit dem Produktivkraftbegriff machen, um Digitalisierung zu verstehen? Das sind erstmal drei Punkte aus meiner Sicht. Das erste ist, es sensibilisiert doch dafür, eben genau die Frage zu stellen, was ist eine Revolution und was nicht. Wenn Marx davon spricht, es gibt eine permanente Revolutionierung der Produktivkräfte, der Produktionsverhältnisse, dann muss man sich auch fragen, was ist an der spezifischen Epoche, die wir jetzt erleben, wirklich neu und was nicht. Was nicht den Schluss nahelegt, da ist ja gar nichts neu, aber man muss es genauer präzisieren. Den technischen Wandel, den haben wir schon eine ganze Weile. Die Digitalisierung haben wir schon seit sehr langer Zeit, immer mit unglaublichen Hoffnungen, die daran geknüpft sind. Der Computer macht alles anders, dann das Internet macht alles anders, jetzt das Internet der Dinge macht alles anders. Da ist immer sozusagen was dran. Aber die Frage ist, welche gesellschaftlichen Effekte das tatsächlich mit sich bringt, insbesondere auf die politisch relevanten Felder, Wachstum, ist es eine Erneuerung sozusagen des Kapitalismus im Sinne seiner Stabilität? Da muss man sehr kritisch hingucken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ganz einfach, dass Produktivkraft nicht einfach bedeutet Technik, sondern auch zu tun hat mit Arbeitsteilung, auch zu tun hat mit dem gesellschaftlichen Wissensstand und deswegen die Frage der sozialen Einbettung der Technik zentral ist. Nämlich inwieweit sich mit neuen Technologien tatsächlich neue Formen der sozialen Organisation verbinden, die tatsächlich rechtfertigen würden von einer ganz anderen Art und Weise des wirtschaftlichen Handelns und auch der gesellschaftlichen Effekte zu sprechen. Und der dritte Aspekt, der ist am wichtigsten aus meiner Sicht, ist, dass man mit Marx, der eben zentral das Verhältnis von Technik und gesellschaftlichem Wandel thematisiert, lernen kann, dass es nicht einfach die Technik ist, die Gesellschaft verändert, was Tobi übrigens nicht im geringsten behaupten würde, soweit kennen wir uns auf jeden Fall, aber dass Technik eingesetzt wird mit einem Zweck, von Unternehmen eingesetzt wird zum Ziel der Profitmaximierung und dann eingesetzt wird, wenn es auch erfolgt, aber dann nicht eingesetzt wird, wenn es nicht erfolgt. Und das erklärt meines Erachtens diese Zyklen der technischen Entwicklungen, auch die Zyklen des Überschwangs, der unglaublichen Erwartungen in Technologien und der Rückentwicklung, die wir hatten, wo wir sozusagen diese Vollautomatisierungsvision ja nicht zum ersten Mal hatten und immer wieder auch festgestellt wurde, Unternehmen müssen sozusagen Gleichgewicht finden zwischen dem, was sie investieren und dem, was sie rauskriegen, damit es tatsächlich auch zu Effekten führt. Was bedeutet das jetzt aus meiner Sicht? Da komme ich sozusagen von einer ganz anderen Ecke, eher mit einem Fokus auf den industriellen Bereich, lande dann aber letztendlich auch bei der Frage der neuen großen Internetunternehmen, der Plattformen und der Cloud. Das bedeutet zunächst mal, wenn man reinzoomt mit dem Bild der industriellen Revolution, das sagt, wir haben eine neue Stufe der industriellen Fertigung, die vierte industrielle Revolution, und man guckt in Betriebe rein, dann stellt man sehr schnell fest, das ist nicht eine Stufe, sondern es ist ein Set von verschiedenen technologischen Anwendungen, was sehr kontextspezifisch und sehr stark in Kontinuität zu bisherigen Verfahren eingesetzt wird. Das kann hier mal eine Technik sein, um den Produktionsabläufe besser zu analysieren. Das kann dort eben bestimmte Verfahren der sogenannten Predictive Maintenance, wie heißt das nochmal auf Deutsch, vorausschauende Instandhaltung, sehr gut, ich sehe, es sind Spezialistinnen und Spezialisten im Publikum, sein. Es streut sehr breit und es ist ein Set von ganz verschiedenen Einzelmaßnahmen, was erstmal nicht sehr viel damit zu tun hat, dass es rechtfertigt oder das in wenigen Fällen rechtfertigt, dass man sagt, da ist ein Sprung im Einzelunternehmen durch eine ganz bestimmte Technologie, sondern sehr kontextspezifisch, sehr stark in Kontinuität, was ein Unternehmen davor gemacht hat. Das zweite ist, dass ganz einfach dieser Blick von Produktivkraft als, es ist nicht nur ein technisches Mittel, das einfach so mal implementiert wird, sondern es muss integriert werden
in laufende Prozesse bedeutet, man hat Kosten, die nicht nur die Investitionen betreffen, sondern auch genau diese Integrierung in den Betrieb, soziale Innovationen, Ausbildungsprozesse, Umstellungen der Arbeitsprozesse, die oft sehr aufwendig sind. Sabine Pfeiffer beschreibt das sehr gut in ihrem Beitrag übrigens zur Leichtbaurobotik, wie schwierig das ist, eine eigentlich ausgereifte Technologie im Betrieb zum Laufen zu bringen. Und hier liegen zahlreiche Reibungsverluste drin, mit denen sich die Industriesoziologie schon lange beschäftigt, wo man auch nicht sagen sollte, das war früher so, es wird immer so sein, aber wo man trotzdem einen Blick dafür braucht, was für Widersprüche in diesen Prozessen auftauchen. Das Dritte aber ist, was ich für ganz virulent halte, eine Gefahr des Overengineering. Das heißt, dass die Erwartung, dass durch neue Technologien, durch neue Investitionen plötzlich unglaubliche Effekte, ökonomische Effekte eintreten, die aber unter Umständen genau zum Gegenteil führen, nämlich zu riesigen Investitionen, die dann nicht gedeckt sind dadurch, dass mehr Einnahmen tatsächlich entstehen. Beispiel, das wir auch in der Einleitung hatten, das sozusagen ein Beispiel ist, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen, ist eben ein Pumpenhersteller im industriellen Bereich, der das ganze Industrie 4.0-Programm durchzieht, also perfekte digitale Transparenz aller Fertigungsprozesse, Diversifizierung des Angebots, der kann jetzt irgendwie 200 verschiedene Farben liefern und die Pumpen nach Kundenbestellung direkt Losgröße 1, also speziell auf die Kundenbestellung angepasst, fertigen und stellt hinterher fest, die Kunden zahlen ja gar nicht mehr für das Produkt. Das heißt enorme Investitionskosten, aber Schwierigkeiten, sich am Markt durchzusetzen, weil letztendlich diese Produktivkraftentwicklung im Kontext von stagnierender Nachfrage, von ganz abstrakt gesagt der Zirkulationssphäre stattfinden. Also Marx schreibt im ersten Band des Kapitals darüber, wie im Kapitalinteresse die Produktivkräfte entwickelt werden, wie Unternehmen ein Interesse haben, Technik weiterzuentwickeln, die Waren billige macht, die Konkurrenzvorteile bietet, aber unter Ausklammerung aller Rahmenbedingungen, die dann in Band 2 und 3 thematisiert werden, nämlich der Tatsache, dass es sowas wie Überakkumulation geben kann, den Aufbau enormer produktiver Apparate, die eben nicht dem gegenüberstehen, dass die Marktnachfrage im gleichen Maß wächst. Und das ist eine Situation, die sehr stark auf die aktuelle Situation zutrifft, wo enorme technische Möglichkeiten bestehen. Aber gerade Unternehmen jetzt akut, auch Stichwort Automobilindustrie, auf die Bremse treten und gerade Maschinenbauer, die vermeintlich oder tatsächlich revolutionären Konzepte entwickeln, in der Situation sind, dass die Bestellungen gecancelt werden, weil die Kunden einfach nicht so viel ausgeben wollen für diese Verfahren, die zum Teil auch nicht unbedingt unmittelbar revolutionäre Prozesse zeitigen. Und das bedeutet, dass ich da sehr stark auf der Seite von Kim Moody bin, der in dem Beitrag sagt, wir haben Hightech-Entwicklung auf jeden Fall, aber wir haben, wenn man sich die wirkliche Einführung anschaut, eigentlich sowas wie Hightech in Zeitlupe. Dass Unternehmen experimentieren, dass es Fortschritte und Rückschritte gibt und dass zumindest auf dieser Seite der Prozessinnovationen im Moment kein Sprung zu verzeichnen ist. Wo aber tatsächlich ein Sprung da ist, da müssen wir uns gucken, wie wir uns terminologisch einigen oder so, ist auf Ebene der neuen Geschäftsmodelle. Was Tobias ausgeführt hat, wo durch das Internet ganz neue Distributionskanäle eröffnet werden, wo digitale Plattformen entstehen, die plötzlich marktdominierend werden, die plötzlich zu den mächtigsten Unternehmen der Welt sind. Und das ist unbestreitbar. Da ist im Moment was auch meines Erachtens die Bezeichnung von einer neuen Phase des Kapitalismus rechtfertigt, zu sagen digitaler Kapitalismus. Nur die Frage ist, wie ordnen wir das ein? Und meines Erachtens repräsentiert das eigentlich einen Kampf um die Zirkulationssphäre in einer Situation, wo wir sozusagen stagnierende Märkte haben, einen immer härteren Kampf um Märkte, sind Plattformen im Moment der zentrale Hebel, um nicht nur Märkte zu bedienen, sondern sie tatsächlich zu kontrollieren und da die entscheidenden Renten rauszuziehen, also letztendlich abzuschöpfen von den Erträgen der Gesamtökonomie. Und das ist eine Erklärung für dieses Phänomen, das wir haben. Das heißt, hier ist sehr wohl was disruptiv ist. Aber wenn man sich die Frage stellt, inwieweit das sowas sein kann wie eine Regeneration und eine Neubelebung des Kapitalismus, bin ich da, sag mal jetzt, pessimistisch oder optimistisch in diesem Kreis? Also da glaube ich auf jeden Fall nicht dran. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir glaube ich, gut darüber diskutieren können, nämlich da ist was neu, aber wie ordne ich das ein
in den Gesamtprozess der Kapitalakkumulation. Und hier, glaube ich, haben wir eine Reihe von Widersprüchen, die wir aufgreifen können. Erstmal so viel. Dankeschön. Ich möchte gern an der Stelle zwei Sachen jetzt machen. Zum einen möchte ich noch mal ein bisschen bohren bei diesem Sprung und möchte gerne jetzt von dem allgemeinen Aufriss, den wir jetzt gehört haben, ein bisschen ins Konkrete gehen, also vom Allgemeinen ins Besondere. Tobias, bei dir habe ich in einer deiner zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätze gelesen, sehr pointiert, dass du der Meinung bist, Informatisierung gibt es schon länger. Aber Digitalisierung und dann das Internet ist eigentlich, bedeutet eigentlich erst den wirklichen Bruch und hat markiert sozusagen den Produktivkraftsprung, das Internet. So habe ich das bei dir gelesen. Und da wir jetzt nochmal uns nähern wollen und besser verstehen wollen, was sich verändert, kannst du nochmal vielleicht konkret machen, warum das Internet den Bruch markiert und warum das für dich ein Sprung ist? Ich kann es versuchen. Ich kann es vor allem deswegen versuchen, weil ich glaube, das ist tatsächlich die zentrale Frage. Also ich glaube, wenn wir verstehen wollen, ob wir hier wirklich vor einem Bruch stehen oder ob wir sagen, naja, das ist gradueller Wandel, dann ist ganz entscheidend, von welchem Punkt aus man startet. Und ich glaube, in Deutschland machen wir den Fehler, dass wir eigentlich dadurch, dass wir dieses große Industrie 4.0-Thema hatten, nachdem wir in Deutschland die Digitalisierung sehr lange verschlafen haben, war Industrie 4.0 für uns so ein Stück weit der Weckruf. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich von vorne ein Stück weit in einem falschen, in einem alten Gleis gefangen. Dadurch sehen wir in der Digitalisierung eigentlich nur das, was wir schon kennen, Automatisierung, das ist eigentlich ja gar nichts Neues und wir bleiben sozusagen in dem alten Pfad. Und das verstellt uns aber ein Stück weit den Blick auf das, was wirklich neu ist. Und ich glaube, wenn wir diesen Bruch verstehen wollen, brauchen wir auch andere Begriffe. Digitalisierung ist kein wirklich starker Begriff, das ist ein technischer Begriff, das ist aber kein gesellschaftstheoretischer Begriff und das ist auch nichts besonders Neues, hast du ja auch gesagt, gibt es seit 70 Jahren, das ist nicht wirklich neu. Wir sprechen deshalb eher von einem Prozess der Informatisierung, das ist für uns ein historischer, ein gesellschaftstheoretischer Begriff und was wir damit ein Stück weit in den Blick nehmen, ist, oder der Ausgangspunkt von dieser Entwicklung ist erstmal die Trennung in Handarbeit und Kopfarbeit. Und wo sozusagen die Werkzeuge und die Maschinensysteme dazu da waren, geschichtlich die Handarbeit fortwährend zu optimieren, zu rationalisieren, steht die Informatisierung wiederum dafür, die geistigen Tätigkeiten, die Kopfarbeit weiterzuentwickeln, zu rationalisieren, zu optimieren. Konkret geht es bei Informatisierung immer um die Entwicklung von Informationssystemen. Das fängt irgendwo an, wahrscheinlich bei der Verschriftlichung, beim Buchdruck, geht im Kapitalismus über zur doppelten Buchführung und reicht dann bis hin zu den modernen SAP-Systemen, ERP etc. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass dieser, oder was noch wichtig ist zu verstehen, bei der Informatisierung geht es immer darum, Daten über die materielle Welt zu sammeln, die zu nutzbaren Informationen zu veredeln und das dann dazu nutzen, um Organisationen zu steuern und zu kontrollieren. Das beschreibt diesen Prozess der Informatisierung. Und wir glauben, dass der wirkliche Game Changer, würde man heute wahrscheinlich neudeutsch sagen, also der wirkliche Bruch tatsächlich das Internet in dieser Entwicklung ist. Und ich glaube, man muss das Internet im Blick haben, wenn man diesen digitalen Bruch verstehen will. Mit dem Internet ist nämlich nicht einfach nur ein weiteres Informationssystem entstanden, wo man sozusagen einfach nur Daten sammeln kann, sondern, das wissen wir mittlerweile auch, das Internet ist eigentlich ein lebendiger sozialer Raum. Das ist, jetzt mal doof gesagt, keine Tabellenkalkulation, sondern das ist ein Raum, wo Menschen miteinander interagieren können, wo Menschen Wissen austauschen können, wo sie politisch handeln können, wo Menschen zusammenkommen. Was wir erlebt haben, ist, das ist heute
zu einer regelrechten gesellschaftlichen Handlungsebene geworden. Ich glaube, diese Trennung von analoger Welt und digitaler Welt, die funktioniert gar nicht mehr, oder zwischen virtueller Welt und echter Welt, sondern über das Internet, über diesen Informationsraum ist eigentlich die Digitalisierung hat die gesamte Gesellschaft erfasst und hat eigentlich die ganze Gesellschaft komplett durchdrungen. Das ist, glaube ich, wirklich was Neues, was da passiert ist. Und was ich daran spannend finde, ich glaube, man braucht gar nicht so viel Fantasie, um zu erkennen, dass in diesem Informationsraum, in dieser neuen gesellschaftlichen Handlungsebene sowas wie eine Infrastruktur für eine neue Weltgesellschaft stecken könnte, wo auch sowas wie die Idee eines General Intellects, wie Marx das funktioniert hat, auch irgendwie lebendig werden kann. Das ist aber sicherlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass sich eben diese neuen Tech-Unternehmen auf den Weg gemacht haben und gelernt haben, wie man diese neue gesellschaftliche Handlungsebene, diesen Informationsraum verwerten kann. Und was die machen, ist, glaube ich, zwei Sachen. Und ich glaube, das ist mehr wie nur die Distributionssphäre tatsächlich. Diese Unternehmen von Amazon bis Google, die haben begriffen, dass dieser neue Informationsraum im Prinzip das neue Spielfeld von Wirtschaft wird. Von der Organisation von Arbeit. Arbeit findet heute in diesem Informationsraum statt. Über die Organisation der Beziehung zum Kunden bis hin zur ganzen Organisation von Wertschöpfungssystemen. Das nennt man dann neudeutsch auch irgendwie Plattformen. Das ist, glaube ich, das eine, was Sie kapiert haben, dass das neue Spielfeld ist. Und das zweite, was Sie verstanden haben, ist, dass Sie diese Daten, die da quasi permanent im Selbstlauf entstehen, dass Sie die beherrschen und dass Sie die nutzen, um permanent das eigene Geschäft, die Produktion zu optimieren, zu verändern und an die Spitze der Wertschöpfungsketten zu treten. Das ist, glaube ich, das Beispiel aus der Automobilindustrie. Ich meine, vor wenigen Jahren hätte man gesagt, das ist absurd, aber ich meine, für die deutsche Automobilindustrie ist es wahrscheinlich mittlerweile das positive Szenario, dass sie möglicherweise zum Zulieferer von Google, von Uber werden, die vielleicht die neuen Mobilitätsplattformen der Zukunft bauen. Für mich nochmal ein schönes Beispiel, was das ganz gut illustriert, wie dieses neue Modell funktioniert, ist ein Unternehmen wie Netflix. Netflix ist ein Unternehmen, ich habe das auch nicht gewusst, aber die haben tatsächlich angefangen, dass sie DVDs und Videos per Post verschickt haben. Das ist der Ausgangspunkt von Netflix geworden. Und Netflix ist dann explodiert, sozusagen, als sie begonnen haben, das Internet und den Informationsraum als einen neuen Kanal, als einen neuen Distributionskanal, wenn man so will, zum Kunden zu nutzen und auf Streaming umgestellt haben. Und was ihnen das gebracht hat, ist, dass sie gigantische Mengen von Daten über das Nutzungsverhalten ihrer Kunden gewonnen haben. Und auf der Basis konnten sie ihr Geschäft so weit entwickeln, dass sie jetzt den TV-Markt etc. disrupted haben und eigentlich diesen Bereich komplett verändert haben. Was richtig ist, man kennt es bisher vor allem aus den Consumer-Bereichen, Musik, TV etc. Aber was diese Unternehmen sich ja jetzt auf die Fahne geschrieben haben, Stichwort auch Automobilindustrie, genau in die klassischen Märkte einzudringen, in die reifen industriellen Märkte. Du hast das Stichwort Industrial Internet gebracht. Und ich glaube, das ist die spannende Entwicklung, was sehr im weitesten Sinne interessant wird, wie das passiert. Einen Punkt hätte ich noch, weil mich das immer irritiert und wundert. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass mit dem Informationsraum, mit der Digitalisierung eine neue Phase des Kapitalismus beginnt, dass wir hier einen Umbruch haben, halte ich diese Idee, dass das dann aber doch irgendwie zu einer neuen Ära des Wachstums führen müsste, die kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, weil das sehe ich darin nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass dieser Umbruchprozess ein verdammt krisenhafter Prozess sein wird, weil der ja unter Wettbewerbsbedingungen stattfinden wird. Das ist ja nicht so, dass sich die Unternehmen sozusagen gemeinsam
auf die Reise in die neue digitale Welt machen, sondern die stehen ja in einem scharfen Wettbewerb. Und da wundert es mich auch nicht, dass viele Unternehmen dann so zurückbleiben und genau diese Investitionen in die neuen Technologien genau nicht machen können. Also diese Idee, dass das irgendwie ein smoother Übergangsprozess ist, den habe ich ehrlich gesagt nie so ganz nachvollziehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass du da gerne jetzt sofort gleich was drauf sagen möchtest. Darfst du auch gleich, Florian, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen oder selber noch mal als Frage hinterlegen, vielleicht kannst du das dann aufnehmen. Was du jetzt beschrieben hast, Tobias, ist eine Veränderung, die sich jetzt, um auch an Marx angelehnt zu sprechen, eher auf dieser stofflichen Ebene befindet. Also man kann ja diese stoffliche Ebene beschreiben als, wie du gesagt hast, die Informatisierung gibt es eben schon eine ganze Weile und jetzt wird sie eben durch das Internet revolutioniert. Das ist der Sprung, so verstehe ich dich. Vor allen Dingen spielt da diese Cloud auch eine wichtige Rolle, dass jetzt eben Arbeitsprozesse global möglich sind über die technische Möglichkeit, in der Cloud unglaubliche Datendurchleitungskapazitäten und Mengen zu organisieren. Und mit Marx sozusagen wäre neben der stofflichen Ebene aber noch die Ebene der gesellschaftlichen Form. Was verändert sich dadurch ökonomisch? Und das würde dann die Verwertungsprozesse bezeichnen. Ne? Und da wäre jetzt nochmal meine Frage, aber das kannst du ja dann vielleicht dann aufnehmen, ist jetzt der Sprung, diese qualitative Veränderung, du sagst ja auch, es ist eine qualitative und keine quantitative Veränderung, ist sie dann nur zu beobachten auf dieser stofflichen Ebene und bleibt die Verwertungsebene das Ziel des Kapitals, immer nach Profitmaximierung zu streben, um immer neue Wachstumsprozesse und Expansion auszulösen, die bleibt ja eigentlich, das würde ja eigentlich bestehen bleiben, da würdest du zustimmen, oder? Da würdest du doch zustimmen. Okay, gut, dann okay. Deswegen spreche ich ja nicht sozusagen vom Ende des Kapitalismus oder sowas, sondern von einer neuen Phase. Aber dass es im Kapitalismus nach wie vor um Profit, um Akkumulation und um Wachstum geht und dass dieses Wachstum durch lebendige Arbeit geschaffen wird, das halte ich jetzt für, steht für außer Frage. Genau, also ich glaube, der Punkt ist neue Phase. Darüber können wir uns, glaube ich, schnell einigen, ja, dass das zutreffend ist. Man muss das trotzdem spezifizieren, auf was das jetzt für die Vitalität, sage ich mal, des Gesamtsystems heißt. Auch wegen der Frage Produktivkraftsprung, was heißt das eigentlich? Und das ist ja bei Marx auch ambivalent. Ne? Also Produktivkraftsprung kann heißen, in einer bestimmten historischen Epoche die allgemeinen Möglichkeiten, Reichtümer und Wohlstand und was auch immer oder auch nachhaltige Lebensweisen oder wie auch immer der korrekt, politisch korrekte Begriff lautet, zu gewährleisten. Es kann aber auch heißen, wie in einer konkreten historischen Situation tatsächlich effektivere Wege gefunden werden oder praktiziert werden, ökonomisches Handeln zu gestalten. Und hier ist sozusagen meine Skepsis. Also ich glaube, ich gehe bei nahezu allem mit, was du sagst, außer bei der Frage, was diese Disruption eigentlich bedeutet, dafür eine Produktivkraftentwicklung zu sein und nicht einfach eine Neuverschiebung von Kapital, also eine Veränderung zwischen Kapitalfraktionen. Das ist sozusagen meine These. Das ist das, was wir sehen. Das sagst du im Grunde auch. Na, wenn wir eine Disruption haben, tatsächlich Google, wann das passiert, da bin ich schon ein bisschen skeptischer als du auch von der Sache her, aber wenn Google tatsächlich den Automarkt aufräumt, dann ist eine gigantische Verschiebung von dem, was bisher in Mobilität investiert wurde, auf einen anderen Player. Und das ist sehr fraglich, ob das ein Produktivkraftsprung ist tatsächlich oder einfach eine Neuverteilung in der Frage, wie die Wertrealisierung passiert. Das ist, glaube ich, der grundsätzliche Punkt. Insofern hast du total recht, der Industrie 4.0-Begriff ist total fehlgeleitet. Also das ist wirklich Digitalisierung auf die klassischen deutschen Fähigkeiten, diversifizierte Qualitätsproduktion projiziert und dann auch noch ein total einseitiges Bild von irgendwie personalisierten Produkten und so weiter und so fort, was total widersprüchlich ist. Adi, das können wir gerne diskutieren, da kann man sich das konkret anschauen. Also es ist eine Erzählung tatsächlich, die sehr, sehr einseitig ist. Was trotzdem relevant ist, ist, dass man die Frage beantworten kann, wo werden letztendlich, also aus Kapitalsicht, mit weniger Einsatz größere Effekte erreicht, auf das Gesamtsystem betrachtet, sage ich mal. Ja. Und da finde ich die Unterscheidung, die Mariana Mazzucato zum Beispiel macht zwischen Makers und Takers
in der Ökonomie absolut relevant. Sie sagt eigentlich sozusagen, es gibt Unternehmen, die Güter herstellen und es gibt Unternehmen, die damit beschäftigt sind, sich die Marktanteile anzueignen. Ja? Und in der klassischen Erzählung, die wir aus dem Fernsehen kommen, wird dieser Unterschied nicht gemacht. Also Google ist einfach ein erfolgreiches Geschäftsmodell, egal ob Google Einnahmen mit Werbung verdient, primär im Fall von Google, oder ob das jetzt ein Unternehmen ist, das tatsächlich im marxischen Sinn wertsteigernd ist, das tatsächlich sozusagen zu den Makers gehört und effektivere Methoden entwickelt, Produkte, Güter herzustellen in der Form. Und da würde ich schon sagen, also Distributionssphäre ist zu kurz gegriffen, dass beim Plattformen nur darum geht. Aber es geht sehr stark darum, sich Marktanteile anzueignen, entweder dadurch, dass eine Lösung gefunden wird für die Vermarktung unknapper Güter, also da, wo immer gesagt wurde, okay, ideelle Güter, Musik und so weiter, die kann man kostenlos reproduzieren, die könnten eigentlich allen gehören, die Plattformen liefern jetzt ein Geschäftsmodell dafür, daraus Geld zu machen. Oder aber eben dadurch, dass die Distribution reorganisiert wird. Also Daten sind insofern nicht das neue Öl, dass man aus Daten nicht einfach Geld macht, sondern Daten verleihen Informationen darüber, wer was will, in allererster Linie und werden so eingesetzt. Also zumindest in muss man mal aufpassen, ob ich genug differenziert bin, aber gerade das Beispiel mit Netflix ist doch das Beispiel, wo Netflix Informationen über seine User rauszieht, die letztendlich dann den Anbietern auf der Plattform es ermöglichen, die Produkte gezielter anzubieten und hier dadurch einen Konkurrenzvorteil zu haben. Oder eben Beispiel Automobilindustrie, Beispiel Uber oder you name it, letztendlich Geschäftsmodelle, die also umstellen vom Modell Produkte zu verkaufen auf das Modell eben Produkte zu verleihen gegen Geld. Wo aber die große Frage ist letztendlich, lässt sich daraus mehr Gewinn machen? Also das ist die Debatte, die gehe ich jetzt nicht länger ein, aber das ist die lange Debatte, ob jetzt sozusagen über Uber plötzlich mehr Leute, also ob da mehr Konsumnachfrage dafür ist, in Mobilität zu investieren oder ob sich es halt verschiebt von klassischen Anbietern zu internetbasierten Anbietern. Und das, also ich will nicht sagen, dass sich das ganze Internet plötzlich auflöst in ein einziges Geschacher um die Märkte, aber ich glaube trotzdem, dass die erfolgreichen Geschäftsmodelle gerade das tun, in allererster Linie. Ja? Aus Daten Geld zu machen, indem die Distribution von Produkten und eben auch die Art des Angebots verändert werden. Und das kann man jetzt auch so diskutieren, ob jetzt nicht über ein Fall dafür ist, dass die Produktivkraft gesteigert ist, weil es eben wesentlich effektiver wird durchs Internet. Das mag ein Teil der Antwort sein, aber ich glaube, der allergrößte Anteil ist ganz einfach eine Verschiebung. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, ob wir sagen, es gibt jetzt einen Produktivkraftsprung. Ne? Weil letztendlich, klar, theoretisch das Internet und was man alles machen könnte und Simon Schaub und Georg Jochum mit dem Artikel, was da eigentlich alles entsteht und was alles möglich wäre. Aber es ist sozusagen ja nicht so, dass das automatisch zu einer Effektivitätsrevolution oder sowas führen würde, sondern einfach zu einer Umschichtung in diesem Kapitalismus, der verdient, dass wir ihm ein neues Label geben, insofern schon, weil man beim Labeln auch vorsichtig sein muss, aber es handelt sich eben eher um eine Verschiebung als um ja, einen neuen Frühling, sagst du ja auch nicht, aber das ist vielleicht der Punkt, wo wir genau nochmal hingucken sollten, was eigentlich die Erwartung ist, was jetzt passiert durch diese Leitunternehmen des kommerziellen Internets. Und ich bin da eben ja, skeptisch, dass es jetzt sozusagen einen Aufbruch darstellt. Okay, also ich weiß nicht jetzt, wie es Ihnen geht oder euch geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gar nicht so weit auseinander sind die doch eigentlich. Und im Grunde genommen hast du ja auch gesagt, es gibt natürlich eine Kontinuität. Es ist immer noch Kapitalismus, aber es ist was wesentlich, die Umwälzung ist wesentlich. Und dann haben wir jetzt hier, sind wir hier durch verschiedene Felder gesprungen, Produktionssphäre, Konsumtionssphäre. Und die Frage, Produktivkraftsprung, Veränderung würdest du schon auch sagen, würdest vielleicht sagen, dabei eher das. Und ich würde jetzt deshalb gerne nochmal ins Konkrete reingehen, und zwar, weil du das auch vorhin kurz erwähnt hast. Florian, du hast dich ja beschäftigt mit der Frage, wie verändern sich eigentlich globale Wertschöpfungsketten durch die neuen Technologien? Und damit ist gemeint, wir haben Produktionsstandorte global über den ganzen Erdball verstreut, die in irgendeiner Form
interagieren. Also wir haben Unternehmen, die gehen in Billiglohnländer, produzieren dort, die Forschung bleibt aber in den Hochlohnländern und so weiter. Und diese Arbeitsteilung oder diese Standortvernetzung, diese globale, verändert sich auch durch die, ich sage jetzt mal nicht Technologie, sondern ich sage es jetzt meiner Ansicht nach korrekt, durch die kapitalistische Anwendung der Technologie. Und du hast dir dann angeguckt, einen speziellen Fall, das hast du als Beispiel erwähnt, nämlich du hast erwähnt, die Adidas Speed Factory in Ansbach. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. In den letzten Wochen war sie auch in den Medien. Das ist vor ein paar Jahren in Ansbach aufgebaut worden und dort haben vergleichsweise wenige Beschäftigte mit Hilfe von kleineren Robotern, ich glaube keine Leichtbauroboter, aber auf jeden Fall, okay, im 3D-Druck genau, haben die Schuhe produziert. Und damals, und das hast du auch geschrieben in deinem Aufsatz, war da so eine Euphorie, jetzt ist endlich Schluss mit diesem Weggehen in Billiglohnländer und jetzt kommt dieses die Reshoring, ne? Also die kommen wieder zurück und man kann also auch in Deutschland wieder sozusagen produzieren und muss nicht mehr konkurrieren mit den Billiglohnstandorten. Nun hat Florian in seinem Aufsatz schon geschrieben, das ist eine unberechtigte Euphorie. Er kann also hell sehen, weil vor wenigen Wochen wurde gemeldet, dass diese Fabrik geschlossen wurde in Ansbach und dass sie die 3D-Drucker und die ganze Technologie, die sie angewendet haben, jetzt nach Asien schicken und dann doch dort herstellen lassen. Und Florian, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zwei Fragen beantworten, ein bisschen um im Illustrativen und auch im Konkreten zu bleiben, nämlich zum einen, die Journalisten haben allesamt gerätselt und es war immer nicht so richtig klar, warum machen die das jetzt? Warum gehen die jetzt wieder zurück? Vielleicht kannst du da eine Antwort geben und dann kannst du noch mal vielleicht kurz dazu sagen, diese Prognosen, denen wir oft begegnen in den Medien, also sei es jetzt, dass diese Prognose jetzt auf Ansbach bezogen, ja juhu, wir werden jetzt künftig keine Auslagerung mehr oder weniger Auslagerung in Billiglohnorte haben, wegen der Technologie, die jetzt hier sein kann, oder seien es Prognosen wie, ich sage jetzt mal, die künstliche Intelligenz wird uns irgendwelche schicken, intelligenten Menschen bereiten, die die Macht übernehmen und wir, oder aber im nicht so schlimmen Fall, wie dass sie die Macht übernehmen, werden sie die komplette lebendige Arbeit ersetzen. Oder aber es werden alle arbeitslos. Diese ganzen Prognosen, die wir immer hören, und das war jetzt auch eine von diesen Prognosen, dass du das noch als zweites kurz sagst, wie kommt es zustande, dass die immer so falsch sind? Das ist eine Mammutfrage. Das sind eigentlich zwei. Ich meine, ich beantworte die letzte ganz kurz und pauschal und rede dann mehr über diese Frage der Rückverlagerung der Produktion. Also der Grund, warum das falsch liegt, ist einfach meistens ein Kurzschluss von der Technik auf die Implementierung. Also das ist ganz einfach im Fall von künstlicher Intelligenz. In der Enquete-Kommission haben wir uns damit beschäftigt, wie denn diese Marktforschungsinstitute wie Accenture oder McKinsey auf diese Zahlen kommen, dass sie sagen, es wird jetzt irgendwie 1,7% BIP-Wachstum pro Jahr oder sowas stattfinden durch die neue Technik. Was uns der Bitkom 2014 prognostiziert hat, durch Industrie 4.0 bis 2025 gäbe es einen jährlichen Produktivitätswachstum von 1,7% in den wichtigsten Industriebranchen, ist nicht passiert. Ne? Das ist so ein Fall, wo man schon in die Vergangenheit, jüngere Vergangenheit ein bisschen gucken kann. Aber die Annahme ist einfach, ich habe eine tolle Technologie und dann wird der Prozess mit dieser Technologie verglichen mit dem Prozess, wie er jetzt ist und dann hat man Delta, eine Veränderung, die halt sagt, das sind 1,7%. Das ist ein reines Rechenspiel, woraus fällt erstens die gesamten Investitionskosten und die gesamten Implementierungskosten auch, also was ich gesagt habe, man setzt die Technik nicht einfach anwendungsreif in Betrieb rein, sondern oder in Büro rein, sondern die muss halt erstmal eingepasst werden auf die aktuellen Prozesse, die Leute müssen lernen, damit umzugehen und dann gibt es meistens auch noch einen Haufen Probleme und Fehler, die dabei entstehen können und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht, aber sozusagen diese Bewegung, die kommt da einfach nicht vor, deswegen haben wir da ständig eine Überschätzung und wir haben natürlich auch den Fall, dass reale Ansätze, die es gibt, die auch durchaus was aussagen, dann ideologisch sowas von übertönt werden, dass es zu absurden Erwartungen führt. Und das ist, glaube ich, der Fall von der Speed Factory, die schon ein interessantes Projekt war, muss man jetzt sagen, nämlich zu experimentieren, inwieweit sowas wie Turnschuhproduktion, was bisher halt bei den Äquivalenten von Foxconn in der Elektronikindustrie, also in der Schuhindustrie, bei großen Kontraktfertigern in Asien meist gemacht werden, standardisiertes Massenprodukt, inwieweit man in so einer Branche dahin kommen kann, dass man für einen lokalen Markt produziert und eben genau das, was Industrie 4.0 verspricht, ich will meinen persönlichen Turnschuh
und habe eine Fabrik in der Nähe, die liefert mir den auf Nachfrage und dann auch noch relativ zeitnah, dass man das irgendwie machen kann. Und das war erstmal ein spannendes Experiment, könnte man sagen, unterstützt vom Wirtschaftsministerium. Und also die einfache Antwort ist, das rentiert sich ökonomisch einfach überhaupt nicht, es sei denn als ein Marketinginstrument, was es auch erstmal war, was auch Teil von der Firmenstrategie sein kann. Das ist jetzt nicht so, dass man einen Schluss ziehen kann, dieser Fall zeigt, sowas wird nie funktionieren. Das kann schon funktionieren, aber ist ein Premium-Produkt für eine sehr elitäre Kundenschicht, sage ich mal. Also so ein Schuh kostet 300 Euro dann, also zwei kosten 300 Euro. Und das ist ein Marktsegment und die Masse wird trotzdem in Asien gemacht. Und dieser Rückschritt, jetzt das wieder abzubauen, bedeutet einfach die Erkenntnis, dass ich lieber meine Kontraktfertige in Asien flexibler mache, als dass ich das über diesen hochautomatisierten Versuch in Deutschland mache, wobei es auch eben bei den Automatisierungsversuchen die bekannten Probleme gibt, dass das nicht so einfach funktioniert, wie es ist, man einfach von der Technik aus sich das vorstellen würde. Insgesamt, ganz kurzer Punkt, ich will auch nicht ewig reden, muss man sagen, okay, es gibt die Annahme von der Rückverlagerung basiert auf zwei Beinen. Das eine ist Automatisierung, Vollautomatisierung kommt, deswegen sind Arbeitskosten nicht mehr relevant, deswegen können die Jobs auch in die Hochlohnländer rückverlagert werden, wo man sich fragt, welche Jobs, wenn es vollautomatisiert ist. Aber das ist sozusagen der eine Teil der Annahme. Der andere Teil der Annahme ist, man muss schneller auf die Märkte reagieren. Der erste Teil der Annahme stimmt nicht, weil Automatisierungstechnologie eigentlich vor allen Dingen auch als Nachholen der Automatisierung gerade in, also nicht Billiglohnländern, aber Schwellenländern passiert. Also in China hat man einen rasanten Automatisierungsentwicklung, was eher dazu führt, dass die Lohnstückkosten dort sinken im Verhältnis zu Deutschland. Also genau der umgekehrte Effekt, weil Robotik dort erschwinglich wird, wo man früher gesagt hat, die Arbeit ist unendlich billig und die Roboter sind unendlich teuer. Genau das hat sich verändert. Deswegen hat man eine nachholende Automatisierung, übrigens auch in Osteuropa, sehr ähnliches Automatisierungsniveau im Moment, inzwischen wie in Deutschland. Das heißt, eigentlich der Verlagerungsdruck nimmt zu und nicht ab. Und von der Marktseite her gedacht, mit der schnellen Reaktion auf die Märkte, ja, das stimmt. Viele Branchen sind so aufgestellt, dass sie die Produktion genau dort verorten, wo auch die Märkte sind. Genau aus diesem Grund. Es gibt auch viele Branchen, die sind gar nicht abgewandert. Ich meine Stichwort Automobil, aber auch viele andere. Eben aus dieser Marktnähe. Aber das, was jetzt eigentlich aus meiner Sicht neu ist, ist das, was jetzt auch wieder in so einem Kunstbegriff Logistik 4.0 genannt wird. Also dass die Logistik gerade aufgrund des Internets der Dinge, gerade aufgrund der Vernetzung viel reaktionsfähiger wird. Und eigentlich, wenn man sich eben Amazon zum Beispiel anschaut, aber auch im Supply Chain Management findet statt, vorausschauend die Waren schon dorthin liefert, wo sie gekauft werden wollen, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Da spielt sie dann doch eine Rolle. Mustererkennung und Prognostik. Amazon Same-Day-Delivery heißt nicht, dass du eine Bestellung machst und dann fangen die an, in China das zu produzieren, dann kommt es irgendwann nach Europa, sondern das heißt, das Ding liegt schon im Lager, weil die schon wissen werden oder weil die schon wissen, was du wollen wirst. Und das ist eigentlich das Verrückte an dieser Logik. Das heißt, das ist eine ambivalente Antwort. Das heißt erstmal, also diese Rückverlagerungsidee, die kann man relativ leicht zerlegen, aber es ist dann sozusagen so eine Wippe, wo in jeder einzelnen Branche und bei jedem einzelnen Produkt, das eigentlich neu verhandelt wird, was sich mehr rentiert, wo wir wieder beim Produktivkraftbegriff sind. Nicht die Technik an sich, sondern die Frage, was rentiert sich gerade für konkrete Unternehmen in der bestimmten Region. Das ist die für mich noch ein bisschen unbefriedigende Antwort, die ich gefunden habe. Aber das Wichtige ist vor allen Dingen, wegzugehen von so einem Fokus auf Vollautomatisierung, wo genau die, also auch verrückten Ideen über Vollautomatisierung drinstecken, die noch nie gestimmt haben. Und hinzugucken auf die Logistik als ein Element, das genau in die andere Richtung zieht. Wir erinnern uns auch, Globalisierung hat ja viel mit der Entwicklung des Internets zu tun. Also genau das wird eigentlich weiter gestrickt und das ist ein ganz starker Effekt, der in die andere Richtung zieht. Okay, ich würde gerne in ein paar Minuten gleich öffnen für Publikum und für eine gemeinsame Diskussion. Ich wollte ganz kurz, bevor ich jetzt nochmal dann meine letzte Frage, bevor wir dann öffnen, an Tobias weitergeben, nochmal was einbringen, was jetzt Sabine Pfeiffer hier möglicherweise auch nochmal gesagt hätte, die jetzt leider heute nicht da sein konnte, und zwar in Ergänzung nochmal zu dem, was du gesagt hast, Florian, diese Prognosen, ich beziehe mich jetzt nur auf diese Prognosen, wo immer gesagt wird, die Automatisierungstechnologien werden in den nächsten Jahren zu einer Massenarbeitslosigkeit führen, die für viele verschiedene Berufsfelder ja vorausgesagt werden,
kommen in der Regel so zustande oder oft in der Regel, also es gibt zum Beispiel die berühmte, ich glaube, das ist die, die am meisten zitiert worden ist, ist die von Fry und Osborne, zwei Oxford-Ökonomen, die im Grunde genommen Berufsbilder sich angucken und dann das Potenzial der Routinearbeiten herauskristallisieren, um dann zu sagen, das ist potenziell automatisierbar und dann wird quasi hochgerechnet. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass dann Sabine hat dann auch in ihrem Aufsatz kritisiert, man kann nicht einfach ein Potenzial hochrechnen, ohne zu berücksichtigen, die Bedingungen, unter denen Unternehmen überhaupt Technologie einsetzt. Und da ist genau das, was du gesagt hast, der wesentliche Punkt ist natürlich, dass jedes Unternehmen sich bei einer Technologieeinführung vorher fragt, ist es wirklich rentabler und ist es rentabler als die lebendige Arbeit. Also wenn die Löhne sozusagen ein niedriges Niveau haben, dann wird das Unternehmen nicht unbedingt eine Technologie einsetzen, auch wenn sie die Arbeit der Menschen erleichtern würde. Das ist nicht das Motiv, das ist nur eine abgeleitete Funktion. So hat das auch Sabine beschrieben. Und das, was du gesagt hast, sie hat ja insbesondere in dem Buch sich angeguckt, die Einführung von Leichtbaurobotern und hat festgestellt, diese Leichtbauroboter wären serienreif, die sind billig, die kosten gar nicht so wahnsinnig viel, die sind sozusagen potenziell automatisierbar in allen möglichen Anwendungsfeldern. Es gibt aber in Deutschland zumindest nur 10 Anwendungsfälle, wo die eingesetzt werden können, weil, wie Florian auch gesagt hat, das hat sie auch schön ausgeführt, eine Integration eines Leichtbauroboters in einem Unternehmen geht halt nicht mal so, sondern es verändern sich komplette Betriebslogiken und die ganze soziale Struktur. Man braucht plötzlich Leute mit anderen Qualifikationen, die wissen, wie man damit umgeht. Dann gibt es teilweise auch Versuche in den Forschungslaboren, also zum Beispiel Fraunhofer Institut, die überhaupt erstmal solche Technologien sozusagen testen, bevor sie einzusetzen sind. Also ich sage jetzt mal öffentliche Gelder, ne? Ein Gruß an die FDP, die immer sagt, nur das private Kapital macht die Innovation. Und in diesem Fall ist es wohl so, dass die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Schwierigkeit hauptsächlich darin besteht, dass nicht genügend lebendige Arbeit wertgeschätzt und da rein investiert wird, um diese Roboter einzusetzen, weil es eben einfach noch zu aufwendig und zu teuer ist. Und da wird unglaublich viel Potenzial verschenkt im Kapitalismus, was eigentlich möglich wäre. Das nur noch mal kurz, um noch mal eine Stimme von Sabine hier einzubringen, wenn ich es jetzt hoffentlich wieder richtig wiedergegeben habe. Ist ja, genau. Und ich, genau, ist ja auch von Sabine, genau. Und ich wollte jetzt gerne aber noch mal auf Tobias, weil du hast am Anfang gesagt, und wir haben das auch draußen noch mal diskutiert, man kann ja jetzt lange darüber diskutieren, was ist neu an diesem Kapitalismus. Und man kann lange neue Begriffe schöpfen. Der digitale Kapitalismus haben wir derzeit. Wir haben den Überwachungskapitalismus als Begriff. Wir haben den Plattformkapitalismus an Begriff. Also es gibt da sehr verschiedene Begriffe. Und am Ende haben wir jetzt ja auch gehört, oder zumindest kann man das jetzt aus dem schließen, was ihr gesagt habt und was wir gemeinsam hier jetzt nochmal gesagt haben. Die Arbeit, die Produktion und alles wird sich verändern. Es wird wahrscheinlich nicht zu einer wahnsinnigen Massenarbeitslosigkeit kommen. Es gibt Stimmen, die sagen, dann muss man eben Umverteilung machen, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik. Dann frage ich, was ist jetzt das Problem? Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Welche Notwendigkeit gibt es? Welche Kritik haben wir? Also geht es jetzt nur um die Veränderung oder bringt uns diese genaue, die auch du ja anmahnst, die genaue, differenzierte, neugierige Analyse auf das Neue, bringt die uns auch was? Wofür ist die wichtig? Oder geht es nur um Analyse? Naja, also ich glaube, wir sind es gewohnt, weil wir immer in diesem Automatisierungsgleis sind. Dazu gehört dann auch die Frage mit der Massenarbeitslosigkeit. Da sind wir gewohnt, alles auf diese zwei Fragen sozusagen runterzubrechen. Und diese Frage, wie viele Arbeitsplätze dann da verloren gehen, die ist ja uralt und die wird ja auch deswegen gespielt, das machen ja auch in der Regel Unternehmensberatungen und nicht nur Fry und Osborne, die dann so eine Zahl rausbringen, weil man damit sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, die Frage ist schon mal falsch gestellt, weil was aus dem Blick gerät, ist der qualitative Wandel von Arbeit. Und das, glaube ich, ist nicht nur eine Frage sozusagen einer spannenden Analyse oder wo man sich im akademischen Elfenbeinturm irgendwie interessant damit beschäftigen kann, sondern gerade für den Bereich, wo ich viel forsche, in der Welt der Büros, in der Welt
der Kopfarbeit, wenn man das so nennen will, da erleben wir momentan fundamentale Veränderungen von Arbeit. Wir sprechen auch von einer neuen Qualität der Industrialisierung, die wir da erleben. Das fängt in den mittelqualifizierten Bereichen an, wo wir regelrechte digitale Fließbänder entstehen sehen, wo Arbeit massiv rationalisiert wird. Das geht aber selbst bis in den hochqualifizierten Bereich wie in der Softwareentwicklung, wo Arbeit heute so, wie soll ich sagen, so gestaltet wird, dass auch da Arbeit in oftmals 2-4-wöchigen Takten organisiert wird. Also hier verändert sich Arbeit ganz fundamental. Und ein Thema, was wir interessanterweise heute noch gar nicht besprochen haben, in dem Moment, wo Arbeit im Informationsraum stattfindet, und da spreche ich nicht über irgendwelche Gruppe von Nerds oder irgendwelche ganz geheimnisvollen Cloud- oder Crowdworkers, sondern da spreche ich über 60-70% der Beschäftigten wahrscheinlich, die konkret in diesem Informationsraum arbeiten. Diese Arbeit wird natürlich in einer völlig neuen Qualität transparent, kontrollierbar und beherrschbar. Und die Unternehmen gehen ja heute sogar so weit, selbst das Sozialverhalten der Beschäftigten zu kontrollieren, wie die sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken der Unternehmen verhalten. Also da geht es mitnichten nur um akademische Fragen, sondern das sind natürlich Fragen, die eine ganz große Zahl von Arbeitnehmern ganz konkret beschäftigen. Und was für mich der entscheidende Punkt ist, ist hier nicht nur das sozusagen zu skandalisieren oder zu erschrecken, sondern für mich ist eigentlich der spannende Punkt und auch die Art und Weise, wie man die Debatte vielleicht nach vorne entwickeln kann, wie man die emanzipatorischen Potenziale, die in diesem Informationsraum sind, die auch dadurch entstehen, eben dass bürokratische Prozesse jetzt aufbrechen und so nicht mehr funktionieren, wie man die nach vorne nutzen kann, um Arbeit in einer ganz neuen Qualität auch vielleicht zu einer guten Arbeit zu entwickeln. Das, glaube ich, ist eigentlich die spannende Frage, wenn man nicht immer nur mit dem Rücken an der Wand agieren will, sondern versuchen will, da nach vorne zu kommen. Für mich ist irgendwie, auch das hat eigentlich eine Tradition, weil wenn ich mir die klassische Arbeiterbewegung anschaue, das waren ja keine Maschinenstürmer, sondern das war ja eine Bewegung, die ihre Kraft und auch ihr Selbstbewusstsein gerade auch aus der Entwicklung der Produktivkräfte gezogen hat. Die haben ja nicht gesagt, wir halten die Produktivkräfte auf, sondern die haben gesagt, wir bringen die Produktivkräfte sozusagen zur Vollendung. Das hört man ja in den alten Liedern, wir sind die neue Zeit und so. Wir sind, also das wird ja da direkt deutlich, und ich glaube, dieser Link ist ein Stück weit verloren gegangen, und ich glaube, das ein Stück weit wiederzubeleben, das finde ich eine spannende Geschichte, um da einem emanzipatorischen Projekt wieder ein gewisses Feuer einzuhauchen. Das ist ein schöner, optimistischer Schluss. Genau das wollte ich hören. Bevor ich jetzt ans Podium öffne, möchte ich nur ganz kurz noch einen Punkt erwähnen. Wir hatten auch noch eine andere thematische Seite, die jetzt hier oben gar nicht auch zur Sprache kam, was immer ein bisschen schade ist. Wir hatten auch anvisiert einen Artikel in diesem Buch zur ökologischen Seite der ganzen Digitalisierung, Technologie und so weiter. Und das hat dann leider nicht geklappt, aber das ist auch zu meiner Frage, warum ist es notwendig, sich damit in kritischer Absicht zu beschäftigen, ist selbstverständlich genau nicht nur die, ich sage jetzt mal, auch Ausbeutung unter neuen technologischen Bedingungen, sondern auch die Ausbeutung von Naturbedingungen unter technologischen Bedingungen. Das wäre dann noch rund gewesen, das ist uns dann leider nicht gelungen. So, nun möchte ich nicht immer nur sagen, ich öffne für Fragen, sondern logischerweise für Diskussionsbeiträge und bitte um die Kollegin mit dem... Machst du Saalmikro? Super, okay. Wir sammeln erstmal ein bisschen und dann geben wir an die Referenten zurück. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Frischkorn. Ich komme eher so aus der Praxis. Ich bin Gewerkschaftsfunktionär und Betriebsrat bei der Telekom IT und bin deswegen sehr intensiv momentan mit diesem Thema Agilisierung betroffen. Und man versteht da ganz, ganz viel nur erstmal, wie ticken diese Leute, wenn man sich sehr intensiv mit indirekter Steuerung auseinandersetzt. Und Agilisierung ist für mich die radikalste Form inzwischen der indirekten Steuerung, die aber in sich selber eine Gegenbewegung trägt.
Also dieses agile Manifest, und man kann sich ja auch über die Renaissance des Begriffs Manifest in der Öffentlichkeit freuen, ist ja keine Managementmethode, sondern ist von Entwicklern geschrieben worden und die haben selber sich Gedanken gemacht, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten und wie können wir arbeiten, dass wir es durchhalten. Und ich erlebe bei der Einführung dieser agilen Methoden, das Kapital möchte natürlich Profit stärken, aber diese emanzipatorischen Elemente sind auch da. Und da erlebe ich eine Auseinandersetzung jetzt zwischen den Methodikern und dem Management, die versuchen, diese agile Methode so umzusetzen, dass es dann auch so ist, wie sie es haben wollen. Und das führt dann bei mir, also es ist ja nicht gerade eine Klientel, wo man mit Klassenbewusstsein besonders weit kommt, aber das gibt mir dann beim Kampf um die Köpfe eine unheimliche Unterstützung, wenn wir dann als Arbeitnehmerorganisation dann versuchen, diese emanzipatorischen Elemente zu unterstützen. Und wenn ich es dann wieder auf die gesellschaftliche Ebene bringe, also man muss sich ja mal vorstellen, welcher Radikalität sich inzwischen das Kapital aus der operativen Steuerung der Produktion zurückzieht, sagt, wir steuern da nur, mach das mal alles selber, wir sammeln dann zum Schluss den Profit ein. Und dasselbe Kapital dreht sich dann rum und sagt, ihr könnt die Steuerung der Produktion nicht übernehmen, weil da braucht ihr uns dafür. Also diesen Widerspruch aufzulösen, wird für Sie meiner Meinung nach immer schwieriger. Interessant. Ist eigentlich allen klar, was agile, dieser Begriff agile Managementmethoden, vielleicht magst du gleich nochmal kurz erklären aus der Praxis, was bedeutet das, was heißt agile Managementmethoden? Also in der IT, aber das ist auch in anderen Entwicklungsbereichen, war man bis jetzt immer, der Begriff war immer Wasserfall. Das heißt, ich arbeite in sehr langen Zyklen, ich konzipiere was, ich entwickle was, ich teste was und bringe es dann auf den Markt, was einen unheimlich langen Zeitraum in Pracht gebracht hat. Agilisierung, du hast es eben schon gesagt, läuft in sehr, sehr kurzen Zyklen. Ich baue das in 3-4 Wochen Sprints. Das Team sagt selber, wie viel sie in diesen 3-4 Wochen schafft. Da haben wir zum Beispiel eine Riesenauseinandersetzung, die Autonomität dieser Teams zu sichern. Und dann ist nach 3-4 Wochen etwas da, was dann der Kunde sagen kann, ja, das ist es oder das ist es nicht, was ich haben wollte. Der Vorteil für den Kunden ist, er merkt nicht erst nach 2 Jahren oder so, dass es in die falsche Richtung gegangen ist. Und der Vorteil für die Menschen ist, sie können eigentlich die Arbeitsbelastung, wenn es sauber durchgeführt hat, selber steuern. Okay, danke. Da hinten habe ich Timo gesehen. Timo Daum, auch einer unserer Autoren. Das machen wir immer noch mit Musik. Ich würde gerne einen kurzen Beitrag oder die Debatte ein bisschen erweitern zu einer der größten Fragen vielleicht, die hier debattiert wird. Nämlich, tun die Digitalkonzerne tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Mehrwert abschöpfen, also sind eigentlich Taker im Gegensatz zu den Makern oder so, also so habe ich Florian so ein bisschen verstanden, oder schaffen sie es, an die Spitze der Wertschöpfungskette zu gelangen, so habe ich Tobias so ein bisschen verstanden. Da würde ich gerne ein kurzes Beispiel nehmen, und um das vertiefen zu können, was produziert Google eigentlich? 60.000 Suchergebnisse pro Sekunde. Das, denke ich, sollten wir als tatsächlich ihr Produkt, also etwas, was sie produzieren, betrachten. Und das ist ein Premium-Produkt. Das ist der Mercedes unter den Suchergebnissen. Die ganze Welt will das haben. Und ob sie das jetzt kapitalisieren durch Werbung oder auf andere Methoden, hat vielleicht auch eher historische Gründe. Fakt ist, dass das tatsächlich ein Produkt ist. Und ein Satz noch, dann stellt sich als für Marxistinnen und Marxisten natürlich immer die Frage, wo kommt C', wo kommt das her, was ist dann das M, also der Mehrwert, die kostenlos angeeignete Mehrarbeit. Nun, und die, denke ich, steckt in dem Fall, in dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, in der kostenlosen Userarbeit von Milliarden Userinnen, die eben die Webinhalte bringen. Soweit mein Einwurf zu der großen Frage, wie ich finde. Okay, danke. Gibt es noch Wortmeldung? Ja. Hier sehe ich leider nicht so richtig viel, weil dieses Licht. Ja, hallo? Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie den Begriff der Digitalisierung ein bisschen in Frage gestellt haben. Ich halte das nämlich für einen ganz schädlichen Kampfbegriff. Es geht eigentlich um anderes. Es geht eigentlich meiner Ansicht nach um einen ganz gewalttätigen Prozess. Wir erinnern uns alle an Chile 1973, wie wurde der Neoliberalismus dort durchgesetzt, und es passierte dann
ungefähr 10 Jahre später in Frankreich der erste Fall von moderner Disruption, nämlich die Gründung des Radios NRJ auf illegale Art und Weise. Der damalige PDG fragte, nachdem er das illegal inszeniert hat, aufgesetzt hatte, dieses Radio, einem Journalisten auf die Frage, wie das denn geht, illegale Dinge zu tun. Er sagte, wir sind dem Gesetzgeber einfach immer 2 Gesetze voraus. Und genau das ist das Prinzip, nachdem wir es heute auch bei Uber und anderen beobachten, legal, illegal, scheißegal, heißt, wir machen eine Disruption. Es ist ein, ja, wir nutzen natürlich eine App, wir sind digital, aber eigentlich geht es um Macht und es geht um diese Durchsetzung. Und ich denke, das ist, wenn man sich die Ideologien dahinter anguckt, diese schreckliche Ayn Rand, die ja wirklich ein Idol ist für wichtige Menschen, wie unseren Peter Thiel, der ab und zu Besuch kommt und dann zu dem alle hinpilgern, wie wenn der Papst eine Audienz gibt. Diese Leute haben ein gesellschaftliches Projekt. Sie wollen nicht Geld verdienen in erster Linie, sondern sie wollen die Welt ändern. Ich denke, das ist der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Frage, ob jetzt wirklich eine Erhöhung der Produktivkräfte stattfindet oder nicht, bringt uns, glaube ich, auf die richtige Richtung, zu verstehen, was wirklich dahinter steckt, wie wir diesen ideologischen Anspruch, diesen Weltherrschafts-Phantomas-mäßigen Anspruch der Unicorns und die ganzen anderen Sachen, die uns da verbraten werden, analysieren und begreifen können. Voilà. Dankeschön. Weitere Diskussionsbeiträge? Sonst würde ich gleich nochmal, nehmen wir noch eine Stimme auf und dann gehen wir aufs Podium wieder zurück. Ja, ich möchte auf das reagieren, was hier gerade gesagt wurde zur Wertschöpfung bei Google. Dass die vielen User sind, die dort den Mehrwert generieren. Aus meiner Sicht funktioniert die Mehrwertbildung ein bisschen anders. Also die User sind dann natürlich beteiligt, voll klar, aber auch die Maschinen. Also die Maschinen tragen genauso zur Wertbildung und Mehrwertbildung bei. Die werden als Arbeitskräfte eingesetzt wie die Menschen. Die werden gekauft wie Sklaven oder geleast wie Zeitarbeiter. Die brauchen ihre Existenzmittel wie die Menschen, also Strom, Öl, Wasser und gesundheitliche Betreuung repariert werden müssen sie, Weiterbildung werden neu programmiert und so weiter. Also sind voll und ganz Arbeitskräfte. Und das wird gerade im marxistischen Bereich so unterschlagen. Ne? Okay, danke. Ich wollte mal kurz, bevor ich jetzt gleich nochmal weitergebe an Florian und an Tobias, ganz kurz sagen, Timo, würdest du bitte nachher noch mal unten an der Bar mit mir einen Wein trinken? Als Moderatorin darf ich da jetzt nicht mit dir diskutieren, aber nachher dann bitte, ja? Zu der Frage der Wertschöpfung. Okay, danke. So, Florian. Ihr scheint euch ja total einig zu sein. Ja, also danke für den Einwand. Ich sehe es schon skeptisch. Also es klingt so, als ob das einfach nur eine... Du hast es ja genau so gesagt, ne, dass es eigentlich egal ist, ob jetzt letztendlich das Geld aus der Werbung kommt oder ob es meinetwegen über den Verkauf dieser Suchanfragen per Gebühren ist und so weiter. Ich glaube, dass schon der relevanteste Faktor beim Geschäftsmodell von Google der ist, dass letztendlich ein Unternehmen, das nicht auf Google auftaucht, gar nicht existiert. Dass die meisten ökonomischen Prozesse darüber abgewickelt werden. Und dass das eben eine enorme Quelle von Werbeeinnahmen ist. Und also die Diskussion ist eigentlich die über Werbeeinnahmen im Kapitalismus. Ist das letztendlich was selbst wertschöpfend ist? Oder ist das was Geld abzweigt von Unternehmen, die Werbung bezahlen? Und das ist die Diskussion, die ist nicht ganz einfach, weil Werbung hat auch einen Distributionseffekt. Also ohne Werbung könnte moderne Distribution so gar nicht stattfinden. Es hat auch sozusagen diesen, also was Apologeten der Werbung sagen, das hat einfach den Informationscharakter, dass man weiß, wo die Waren sind und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass es einfach in der Quantität und in der Massivität weit darüber hinausschießt, eine produktive Funktion zu sein. Und deswegen das sehr, sehr fraglich ist, ob das sozusagen so interpretiert werden kann. Abgesehen davon ist die Frage, ob das Volumen der Gewinne von Google tatsächlich aus der Präsumption der Mitwirkung der Subjekte, dass sie Informationen preisgeben, einfach so erklärt werden kann. Also man hat ja auf jeden Fall, zumindest als einen sehr relevanten Anteil, wenn nicht sozusagen den Löwenanteil, diese Verschiebung
der Wertsumme von Unternehmen, die diese Werbung bezahlen. Das ist im Geschäftsmodell eingeschrieben. Ich sehe das auch im weiteren Kontext dessen, dass wir eigentlich, Philipp Stab beschreibt das sehr gut in seinem neuen Buch, eigentlich schon im Postfordismus eine Verschiebung haben von der Produzentenökonomie hin zu einer marktgetriebenen Ökonomie insofern, oder Marktökonomie nennt er es so, bin mir gar nicht sicher, aber dass die Distribution von Waren einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Also es ist die Diskussion historisch gesehen über die Rolle der großen Retailer, also der Konzerne wie meinetwegen, was sind denn berühmte Walmart als das bekannteste Beispiel, die gar nichts mehr herstellen, sondern eigentlich nur als so eine Art Plattform agieren, in dem Fall eine sehr analoge Plattform, die tatsächlich den Zugang zu den Waren, die wir anders produziert, herstellt. Und die digitalen Plattformen meiner Ansicht nach schieben das einfach eine Ecke weiter, diesen Prozess, auf Grundlage dessen, dass eben durch Daten diese Transparenz, diese Markttransparenz noch viel mehr gesteigert wird. Müssen wir weiter diskutieren? Ich finde die Frage nicht einfach, aber es ist, glaube ich, mehr als so eine Pi mal Daumen-Frage, wo man sagt, wo man agnostisch sich verhält. Ich glaube schon, dass diese Makers versus Takers Unterscheidung da sehr weit trägt. Auch in dem Sinne, dass wir jetzt, also dass Google nicht verkörpert, und das ist letztendlich der entscheidende Punkt, Google verkörpert doch nicht, dass jetzt irgendwie zu den durchschnittlichen Wachstumsraten im Kapitalismus oder zu den Erträgen einfach noch ein großes Unternehmen draufkommt, sondern es frisst ganz klar in etablierte Distributionsstrukturen rein, in etablierte Sektoren rein. Und deswegen neige ich eher zu der Interpretation, die ich vorgetragen habe. Ein Punkt, oh Gott, da waren noch andere Fragen. Verdammt. Agile Arbeit, sagt Tobi, das ist ein Spezialgebiet, wunderbar. Ich wollte zwei Punkte zur Diskussion vorher noch loswerden. Und das erste ist zur Frage Massenarbeitslosigkeit. Und das ist überhaupt kein Widerspruch zu dir, Tobi. Aber es ist nur ein allgemeiner Kommentar. Ich glaube, wir sollten dieselbe Neugier, von der du vorhin gesprochen hast, auch immer noch in der Frage behalten. Weil es gibt auch die falsche Reaktion. Das hatten wir im Bundestag nämlich neulich, dass wir da die Spiegeltitel präsentiert wurden, die tatsächlich im Abstand von allen 15 Jahren die Massenarbeitslosigkeit und die Totalsubstitution prognostizieren, und dann haben alle gesagt, na, ist ja kein Problem, müssen wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen. Und das ist genau die falsche Antwort, weil die richtige Antwort heißt, die Vollautomatisierung ist die falsche Perspektive oder die falsche Einschätzung, vor allen Dingen deswegen, weil der Kapitalismus immer danach strebt, Arbeit neu in Wert zu setzen, neue Bedürfnisse zu kreieren. Wenn man diesen expansiven Impetus abschneidet und wir sozusagen auf die Produktionsstrukturen einfrieren, dann könnte man sehr schnell vollautomatisieren, ist aber nicht so. Es ist viel dynamischer. Was aber auch bedeutet, Automatisierung schlägt in einzelnen Berufsfeldern, in einzelnen Branchen sehr wohl zu, und das ist ja wohl ein soziales Problem und da muss man sich drum kümmern. Bringt mich zum allerletzten Punkt, Politik. Ich glaube, also wo sind Ansatzpunkte, was zu ändern? Ich will jetzt nicht die neue Massenbewegung einfach an die Wand malen, aber ich glaube, wir haben weltweit einen Prozess der Klassenneuformierung, der in Deutschland verkompliziert ist, durch die Stellung der deutschen Ökonomie insbesondere innerhalb Europas. Das heißt, hier die soziale Polarisierung viel weniger augenfällig ist. Aber trotzdem ist die Geschichte der Digitalisierung, wie wir sie kennen, eine von vermehrter Polarisierung, von Machtkonzentration und von ökologischer Zerstörung. Von Technologien, die eigentlich immer angekündigt wurden, dass sie die Welt besser machen, haben wir eine Lebenserfahrung meiner Generation, auch eurer Generation, wie auch immer, die in die gegenteilige Richtung führt. Und ich glaube, das ist in Bezug auf eine Neukonstitution von Klasse, ist das Komplexe, dass das sich nicht an einem Thema festmacht. Also Tobias hat ein Thema gebracht, nämlich die Frage nach eigentlich guter Arbeit, wie sollte die aussehen in hochqualifizierten Bereichen. Ich habe letztes Jahr auch eine Kampagne gemacht bei Ryanair, da hat sich die Frage ganz anders gestellt. Da geht es um pure Ausbeutung und Prekarität, und im anderen Feld geht es um was ganz anderes. Und das ist unglaublich diffus. Aber wenn man sich die Arbeiterbewegung historisch anschaut, war es noch nie anders. Es gibt die Fiktion von einem einheitlichen Klassensubjekt, das an einer Frage, auch bekannt als Löhne, sich politisiert hat und kollektiv geworden ist. Und so war es nicht. Klasse war schon immer heterogen. Und es gibt einen Prozess der Neuzusammensetzung, der im Laufen ist, wenn man ihn auch betreibt, wo es sehr viel um subjektives Handeln geht. Und aus meiner Sicht ist es aber so, dass das auch bedeutet, dass diese Frage vielschichtig ist, dass es einen Dialog zwischen sozialen und politischen Fragen gibt. Einfacher formuliert, die Klimafrage eröffnet im Moment enorme politische Räume, darüber zu reden, wie man sich eine Welt anders vorstellt. Und die spannende Frage ist, wie das
verbunden werden kann mit sozialen Auseinandersetzungen. Da sehe ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt. Deswegen beharre ich aber auch so auf dieser Wachstumsfrage, weil also dass der Digitalisierungsdiskurs, so wie er stattfindet, eben genau einen Blick weglenkt von den Konflikten der Gegenwart auf die Szenarien der Zukunft, wo jeder normale Bürger sagt, sozusagen, kann ich nicht beurteilen, was passiert mit der Massenarbeitslosigkeit, mit dem Wachstum und so weiter und so fort. Das ist ein Diskurs über die Zukunft, der scheinbar nichts mit unserer Lebenserfahrung zu tun hat, und da müssen wir darauf zurückkommen und beziehungsweise einen anderen Diskurs über die Zukunft führen, nämlich einen, wie wir überhaupt eine haben, und das als eine Plattform verwenden, um sozusagen eine politische Neuformierung voranzutreiben. Steige ich erstmal ein mit deinem Punkt, dass wir das Thema Arbeitslosigkeit auch nicht ausblenden können oder den Verlust von Arbeitsplätzen. Da bin ich total bei dir, weil allein wenn ich in diesem Bereich zum Beispiel der mittelqualifizierten Büroangestellten schaue, das ist in den Konzernen, in den Unternehmen ein Bereich, wo nicht Tausende, sondern Zehntausende und Hunderttausende Beschäftigte arbeiten. Und da schlummert meines Erachtens ein riesiges Rationalisierungspotenzial, wo wir dann auch nicht über Raketentechnologie reden, sondern was mit einfachsten digitalen Verfahren automatisiert werden kann und wo in den nächsten Jahren sicherlich Zehntausende bis Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen werden. Also insofern glaube ich, das hast du da völlig recht, dass dieses Thema total virulent ist. Und darum glaube ich aber nicht auch, dass dieses Thema Digitalisierung ist tatsächlich nicht einfach nur ein Zukunftsthema für die Menschen und für die Beschäftigten, sondern dass diese Veränderungen, diese Umbrüche, die finden jetzt konkret in den Betrieben statt. Das, glaube ich, ist nicht nur was auf die Zukunft, sondern das findet in den konkret statt. Der zweite Punkt, ich bin sehr dankbar für den Einwurf zu Google. Ich glaube, wenn Google eine bessere, größere Werbeplattform wäre, dann müssten wir keine Angst haben, dass hier eine ganz neue Macht entsteht, die irgendwas mit der Gesellschaft macht. Ich halte es für fundamental falsch verstanden, Google ja eben als eine bessere Werbeplattform zu verstehen. Was Google macht, ist, dass sie diesen Informationsraum, diese neue gesellschaftliche Handlungsebene, eine zentrale Infrastruktur eigentlich der modernen Gesellschaft, den machen die für die Menschen nutzbar, die kartografieren den, und das ist natürlich ein sehr lebendiges und echtes Produkt. Google ist auch einer der größten Cloud-Anbieter etc. Also das ist, also glaube ich, eine der, also das als Werbeplattform oder das Geschäftsmodell auf den Verkauf von Werbung zu reduzieren, halte ich für, also habe ich eine andere Meinung. Das ist, glaube ich, rübergekommen. Im Übrigen, wenn wir schon drüber nachdenken, wer den Mehrwert produziert, würde ich mal an die Entwickler von Google denken, die diese Algorithmen entwickeln, die die Rechenzentren betreiben etc. pp. Sehr dankbar war ich auch über den Beitrag zur Agilität, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie widersprüchlich in der Realität, in der konkreten Arbeitspraxis diese Umbrüche und Veränderungen sind, weil das Spannende an der Agilität ist ja wirklich, das ist eine Bewegung, die kommt aus der Software-Community gegen diesen bürokratischen Projektapparat, und was jetzt so ein Stück weit passiert ist, man könnte das mit Boltanski irgendwie sagen, dass diese Künstlerkritik so ein bisschen eingemeindet worden ist, und jetzt wird das auf einmal in den Unternehmen ja wirklich flächendeckend eingesetzt. Und das Spannende daran ist aber, natürlich wird es sozusagen als ein Rationalisierungsinstrument vom Management eingesetzt, aber gleichzeitig bietet es auch Potenziale, wie man Arbeit emanzipatorisch gestalten kann, weil in diesen agilen Methoden ist zum Beispiel eigentlich vorgesehen, wenn man das agile Manifest sozusagen befolgt, dass die Beschäftigten selber ihre Arbeitsmenge bestimmen können. Und da gibt es keinen Manager, der ihnen eigentlich reinreden kann.
Und wir erleben in der Arbeit dann konkret, dass natürlich darum gerungen wird und dass da und da entstehen ganz neue Konstellationen, wo dann zum Beispiel Betriebsräte mit hochqualifizierten Softwareentwicklern zum Beispiel an einem Strang ziehen, was denn jetzt eigentlich der Geist dieser agilen Methoden ist und wie man das umsetzen kann. Auf der anderen Seite kenne ich auch Einführungen, wo die alle zwei Wochen nach Takt ihre Software abliefern müssen. Aber da merkt man, das ist was Spannendes, das ist was Lebendiges und da geht es jetzt darum, wie man das, wie sich konkret diese Auseinandersetzungen entfalten. Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Ja, Friedhelm Schütte ist mein Name von den Widersprüchen. Und ich will mal auf zwei Sachen noch eingehen, die mir so ein bisschen gefehlt haben in der Diskussion und starte mal mit einem Zitat von alten Marx, der ja gesagt hat, die Produktion produziert nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Und ich glaube, darin steckt ja, wenn man reinguckt, eine gewisse Dialektik, die vielleicht nochmal klar macht, warum es so schwierig ist oder warum man mit diesem Dual aufräumen sollte. Ist es Kontinuität oder ist es Bruch? Meine Frage zielt aber darauf, ich finde, wir müssten auch im Nachklapp von Gorsch nochmal drüber nachdenken, was eigentlich immaterielle Arbeit ist, um bei Marx zu landen, über tote und lebendige Arbeit nachzudenken, um genau das in den Blick zu nehmen. Das wäre mir eigentlich ganz wichtig. Das Zweite ist, mir hat von Herrn Kempf sehr gut gefallen zu sagen, basteln wir nicht eigentlich an der Weltgesellschaft? Also die Frage der Massenarbeitslosigkeit ist doch auch eine Chance zu sagen, wir blasen das Ganze mal auf und wir gucken nicht mehr, schon gar nicht über die Bundesrepublik Deutschland, sondern wir gucken auch nicht auf Europa, sondern wir nehmen endlich mal sozusagen die gesamte Welt in den Blick. Und ich glaube, dass der Produktionsbegriff von Marx genau diesen gemeint hat. Es ging nicht darum um Herstellung, sondern es ging Produktion von. Und sozusagen genau diese Dialektik von, das wäre für mich eine zumindest Dialektik, von Subjekt und Objekt, die das im Grunde in der Diskussion noch gar nicht so richtig zum Tragen gekommen ist. Und dann kann man, ja gut, arbeitswissenschaftlich fragen, was passiert eigentlich, etc., etc. Aber ich glaube, dass auf der theoretischen oder analytischen Ebene wir zwei Sachen vielleicht in den Blick nehmen müssen. Das eine wäre die Datenökonomie, die übrigens von Subjekten ja zum großen Teil zusammengetragen wird mit unseren Handys, was wir alles hinterlassen, ist ja im Grunde genau der Support, den Google und andere brauchen. Und das zweite ist natürlich die Informationstechnologie. Und mein Blick auf diese Diskussion wäre ja, wir können zumindest theoretisch sagen, in welchen Diskursen bewegen wir uns eigentlich. Ich glaube, Sabine Pfeiffer hat das sehr klar nochmal getrennt. Sind wir in dem Kontext von, das klang ja heute Abend auch an, im Kontext von sozusagen der alten Industrie 4.0, das heißt aus der Produktions- oder Fertigungsindustrie, wie man das nennen will, oder aus dem Kontext von, ja, im Grunde, der Informationstechnologie. Das sind ja zwei sozusagen Diskurse oder zwei Blickrichtungen. Vielleicht, dadurch erklärt sich auch möglicherweise die unterschiedliche Gewichtung der Argumente im sozialen Raum oder in der Arena. Ich danke erstmal. Okay, danke schön. Ja? Hallo? Also versteht man? Alles gut. Ich mache auch keinen Hehl aus meiner Position. Ich bin ein Digitalisierungshasser. Ich verfolge die Diskussion schon seit über 30 Jahren. In der Konkretstand vor 30 Jahren sehr kritische Artikel, auch von Leuten, die September 1989, und die haben prophetisch schon viele Sachen vorausgesagt. Und jetzt zur Agilisierung. Selbst in der FAZ, die sind noch kritischer als du. Das ist reines, das ist apologetisches Gewäsch. Da stand drin Kannibalisierung. Was heißt das für die Beschäftigten? Du musst schon daran denken, wie dein Geschäftsmodell kaputt gemacht wird. Das ist ganz eindeutig ausgeführt. Da stand in der FAZ im Wirtschaftsteil entweder 18 oder 17 im März. Ich könnte es beibringen. Da habe ich extra aufgehoben, den Artikel. Und dann mit Bürokratie versus Freiheit. Und genau mit diesen Phrasen hat die Silicon Valley von Anfang an gearbeitet, hat die Linke mit diesem Gewäsch und den Verstand gebracht. Heute, ich habe ein Spiegel
Interview mit einer Ästin, die war auch in diesem Bereich tätig, ist Präsidentin, die sagt, wir müssen die Bürokratie aufheben, dass die Leute selber in den Ämtern, also praktisch die ganzen Ämter aufheben. Nur als Beispiel, ich bin nicht vorbereitet, sonst könnte ich alles hundertprozentig ausführen. Okay, danke. Gut, ich würde vorschlagen, da ich auch schon die ein oder anderen Müdigkeitserscheinung merke und die ein oder andere Lust auf eine Zigarette oder ein Wein oder ein Bier, machen wir jetzt eine ganz kurze Abschlussrunde und gehen dann runter in die Bar. Ja, also ich glaube, dass das so nicht weiterhilft zu sagen, die Digitalisierung ist der Teufel, weil wir dann genau den Fehler machen, den wir vorhin andersrum kritisiert haben. Digitalisierung ist entweder der Heilsbringer, der alles besser macht, oder der Teufel, der alles schlimm macht, und da glaube ich nicht dran. Und das ist, glaube ich, total wichtig für unsere eigene Debatte. Ich meine, wir beschäftigen uns die ganze Zeit in der Forschung mit Digitalisierung, und manchmal hilft es auch, sich daran zu erinnern, dass nicht Digitalisierung sozusagen der einzige Faktor ist, der hier am Werk ist. Gerade wenn wir darüber reden, was in der Arbeitswelt schiefläuft, dann ist das ein Faktor. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Digitalisierung zur grenzenlosen Überwachung und absolut tayloristischen Kontrolle führt. In manchen Bereichen haben wir das, aber es ist eine Überschätzung der Digitalisierung, beziehungsweise Digitalisierung wird aus vielen Motiven eingeführt und nicht immer mit dem Motiv, Arbeit schlechter zu machen zum Beispiel. Wohingegen viele Faktoren, Arbeit schlechter zu machen, nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Also wieder kurz Stichwort Ryanair-Kampagne, weil ich euch die ganze Zeit sehe, wie hier rumsitzen, wir gemeinsam die Kampagne gemacht haben. Da ging es überhaupt nicht um Digitalisierung, und am Rande kam dann irgendwie vor, wie die mit diesen Geräten an Bord arbeiten, die dann doch registrieren, was sie machen und so weiter. Aber der Konflikt ging nicht im Kern um Digitalisierung, genauso wie nicht jeder Konflikt sich an Digitalisierung aufhängt. Und insofern finde ich es falsch zu sagen, wir sollten jetzt da einen totalen, ne, also eine Fundamentalkritik an der Digitalisierung an sich leisten. Auch deswegen, weil letztendlich das, was utopisch drinsteckt, oder ich sage mal, utopisch ist das richtige Wort, aber die Vernetzung an sich, die zunehmende Vergemeinschaftung eigentlich gesellschaftlicher Prozesse in der Produktion, in der Distribution, im Wissensaustausch natürlich ein enormes Potenzial mit sich bringen, die Welt vernünftiger zu gestalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Grundwiderspruch, von dem Marx redet, gesellschaftliche Produktion, private Aneignung, wird so auf die Spitze getrieben, dass eigentlich in der Diskussion auch um digitale Infrastrukturen als was der Gesellschaft dienen sollte und nicht privaten Unternehmen, letztendlich eine Öffnung entsteht, genau diese Diskussion zu führen, wie mit neuen technischen Möglichkeiten die Welt anders gestaltet werden könnte. Man muss sie halt richtig führen. Also es gibt da eben falsche Antworten. Meiner Meinung nach, Fully Automated Luxury Communism reproduziert genau die Mythen über Vollautomatisierung und diese Sachen. Aber richtig gewendet ist es trotzdem so, dass, also Stichwort Produktivkraftentwicklung, vom rein abstrakten Potenzial, die Welt besser zu organisieren, sage ich jetzt mal platt, da eine Menge möglich ist. Ein allerletzter Punkt zu der Debatte um Google. Ich glaube, ich war da zu platt. Also ich glaube, man kann es nicht reduzieren auf diese reine Distributionsfunktion, touché. Aber man kann auch nicht Googles Profite erklären aus der Arbeit der Entwickler an sich. Und nicht diese Gatekeeper-Funktion letztendlich, die eine ganz zentrale Rolle spielt darüber, wer letztendlich von den, genannt werden, Komplementoren, also die Kunden der Plattform sozusagen, wer da zum Zug kommt. Das erklärt letztendlich den Löwenanteil dieser enormen Akkumulation und dieser enormen Konzentration. Wenn wir das auflösen in sozusagen so arbeitswerttheoretische Aspekte von entweder sind nur die Entwickler oder sind nur die Prosumenten oder hauptsächlich die, dann können wir das nicht erklären. Das ist eine Scharnierfunktion in diesem digitalen Kapitalismus, und da wird enorm viel an Renten abgeschöpft. Und das ist der Kern dieses Geschäftsmodells, auch einfach zu beziffern, indem das es halt hauptsächlich Werbeannahmen sind, die zur Voraussetzung haben, diese Entwicklungstätigkeiten und auch die Transparenz der Daten. Aber da, glaube ich, verwechselt man Ursache und Wirkung, wenn man es dann zu stark darauf konzentriert, dass es eigentlich eben wahlweise die Entwickler oder die Prosumenten sind. Aber to be continued, ja, ich bin mir da auch nicht sicher in allen Bereichen, es ist auch wahnsinnig schwer zu messen, das ist eine Aufgabe der Wissenschaft. Da bleiben wir dran und abschließend großen Respekt und vielen Dank an Tobi. Ich finde, eine Sache wollte ich ganz am Anfang sagen zu Tobi und Sabine, die heute nicht da ist.
es gibt wahnsinnig wenige Leute, die in der Forschung gut sind und die diese Debatte auf diesem Niveau führen. Und genau das brauchen wir, weil in der Forschung meistens werden wir eingesaugt in unser Forschungsfeld und die anwendungsorientierten Projekte. Und hier ist jemand, der sich von seit Jahren aus dem Fenster lehnt mit einer marxistischen Diagnose. Und das brauchen wir viel mehr. Und hier geht die Debatte weiter. Und genau. Dankeschön. Vielen Dank, das gebe ich natürlich gerne zurück, aber macht es mir jetzt mit meinem Schlusswort natürlich auch nicht gerade leichter nach diesem Lob. Aber trotzdem hast du mir mit Google natürlich nochmal eine Steilvorlage gegeben, weil warum die so viel Geld verdienen, ist ja keine, jetzt mal, vielleicht gar nicht so eine schwer zu beantwortende Frage und auch ist eigentlich eine alte, also ich habe eine alte Antwort darauf. Denen ist es gelungen, doch letztendlich das Monopol zu gewinnen, dass sie diejenigen sind, die der zentrale Gatekeeper zu dieser zentralen Infrastruktur der Gesellschaft geworden sind. Deswegen können sie natürlich eine Menge Geld verdienen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, was sich hier halt zeigt, ist, dass die es verstanden haben, aus diesen Daten, die da entstehen, immer neue Produkte, neue Angebote etc. zu machen. Und ich glaube, das ist nicht nur diese Daten, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Die werden nicht einfach nur genutzt, um sozusagen Werbung zielgenauer zu platzieren. Das erleben wir natürlich auf den ersten Blick. Aber diese Daten sind doch der Ausgangspunkt für die Innovation und die Entwicklung von ganz konkreten Produkten. Und deshalb, und das macht diese Daten Ökonomie aus. Und das ist das, was die besser können wie die klassische Industrie. Und da, glaube ich, um nochmal auf einen Begriff von dir von Anfang zurückzukommen, das kann man natürlich sagen, was da passiert, sind einfache Umschichtungen, sage ich jetzt mal, aber dann könnte man auch sagen können, von der Manufaktur zur großen Industrie waren gar nicht so große Veränderungen, sondern das waren halt Umschichtungen zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass es tatsächlich zu Umschichtungen kommt, aber ich glaube, dass die tatsächlich die Gesellschaft, auch die Weltgesellschaft grundlegend verändern, weil sich auch da ja auch nochmal die ganze Frage, was ist Zentrum, was ist Peripherie, nochmal ganz neu stellt. Es entstehen ganz neue Player und ich glaube nicht, dass das ein smoother, sondern und ein bruchloser Prozess sein wird, sondern dass es mit vielen Verwerfungen einhergeht und ich hoffe, dass wir aber positive Antworten finden werden. Okay, dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken beim Publikum für das Interesse und die Aufmerksamkeit und die Diskussion und dann möchte ich mich natürlich auch nochmal bei Tobias Kempf und bei Florian Butollo bedanken für die lebendige Debatte und für die interessanten Einblicke und genau, wir treffen uns, der oder die möchte, jetzt gleich an der Bar unten.